Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in unserem schönen Plenarsaal hier live und natürlich auch seien Sie alle herzlich begrüßt, die uns an den Bildschirmen über die Videokonferenz verfolgen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, so viele interessierte Persönlichkeiten zu sehen. Und ich bitte um Nachsicht, dass ich Sie jetzt nicht alle und insbesondere unsere Ehrengäste namentlich begrüßen kann. Wir möchten nämlich so schnell wie möglich in das spannende Thema einsteigen, das uns heute erwartet, die Wissenschaftskommunikation. Gleichwohl möchte ich besonders begrüßen unseren Minister, Herrn Clemens Hoch, vom Rheinland-Pfälzischen Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, Frau Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, Frau Alexander Busch, die Generaldirektorin des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz, Frau Lydia Repke, sie ist Mitglied in unserer Jungenakademie und deren Sprecherin, Frau Annalena Scholz, Redakteurin der Wochenzeitschrift Die Zeit und Expertin auf dem Gebiet Wissenschaftskommunikation, sowie Herrn Lutz Raphael, unser Akademiemitglied und Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Herzlich willkommen. Wir haben alle, ja. Wir haben alle beobachtet, wie Wissenschaft zunehmend zentral in unserer Gesellschaft und auch in unserem Alltag gefragt ist. Und das spätestens seit der Corona-Pandemie. Und zugleich haben wir auch beobachtet, wie überaus wichtig eine gute Kommunikation von Wissenschaft ist. Denn nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Grundsätze und die Methode des wissenschaftlichen Arbeitens müssen für eine interessierte Öffentlichkeit verständlich und greifbar gemacht werden. Über die Notwendigkeit von Wissenschaftskommunikation, welche Adressaten anzusprechen sind, welche Instrumente und Formate sich dafür am besten eignen und welche Ansätze wir dazu verfolgen können. Und darüber unterhalten wir uns heute mit denjenigen, die täglich mit der Kommunikation von Wissenschaft zu tun haben, nämlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen, Institutsdirektorinnen und Direktoren sowie verantwortliche Persönlichkeiten aus der Politik und aus den Medien. Lieber Herr Minister, liebe Frau Boetius, liebe Frau Busch, liebe Frau Repke, lieber Herr Raphael, ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Ihnen für diese Gesprächsrunde besonders renommierte und erfahrene Kommunikatorinnen und Kommunikatoren gewinnen konnten. Und ich freue mich sehr, dass die Moderation bei der Journalistin liegt, die sich intensiv mit dem Thema Wissenschaftskommunikation beschäftigt hat. Liebe Frau Scholz, seien Sie auch uns herzlich willkommen. Bevor wir die Diskussion eröffnen, möchte ich ein paar Worte zum Entstehungskontext der heutigen Veranstaltung sagen. Denn die Podiumsdiskussion ist die Auftaktveranstaltung der WISCOM Academy. Die WISCOM Academy ist ein Pilotprojekt der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, mit dem Ziel, ein Kompetenzzentrum für Wissenschaftskommunikation in Rheinland-Pfalz zu etablieren. Gerade die Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Akademie im Bereich der Wissenschaftskommunikation ist meines Erachtens sehr wichtig, aber auch sehr vielversprechend. Denn in den Empfehlungen von Wissenschaftsrat, der Hashtag Factory WISCOM, aber auch im Koalitionsvertrag
der Bundesregierung wurde die Rolle der Wissenschaftskommunikation als Mittlerin zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft betont. Ich begrüße daher sehr, dass die WISCOM Akademie ihren Sitz in unserer Akademie hat. Unsere Akademie eignet sich dank ihrer institutionell übergeordneten und überregionalen Rolle besonders gut dafür. Mit ihren Mitgliedern aus unterschiedlichen Institutionen und Disziplinen bietet sie zudem einen Resonanzraum für den interdisziplinären, aber, und das möchte ich besonders betonen, auch intergenerationellen Dialog. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass die Akademie das Thema Wissenschaftskommunikation natürlich nicht alleine stemmen kann. Dafür ist das Thema viel zu groß und in seinen Facetten auch viel zu vielschichtig. Umso wichtiger ist es, die relevanten Expertinnen und Experten sowie auch die verfügbaren Expertisen hier im Land einzubinden. Daher möchte ich Sie ganz herzlich dazu auffordern, sich in dieses Projekt, das, wie gesagt, noch ein Pilotprojekt ist, nach Kräften einzubringen. Unsere Akademie ist offen für Kooperationen und setzt auf ihre Mitwirkung. Meine Damen und Herren, für einen tieferen Einblick in die Schwerpunkte und in die Struktur der WISCOM Akademie und auf das, was Sie in den nächsten beiden Jahren erwarten können, übergebe ich nun das Wort an die Koordinatorin des Projektes, Frau Dr. Aglaya Bianchi. Ich wünsche uns allen nun eine bereichernde Diskussion, neue Erkenntnisse sowie Impulse für die Wissenschaftskommunikation. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen heute auch von mir. Wir sind heute hier, weil wir Wissenschaft auf den Punkt bringen wollen und Wissenschaftskommunikation. Und das ist auch das Motto von der WISCOM Academy. Wie unser Präsident schon gesagt hat, ein Pilotprojekt der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz ist entstanden im Rahmen der Initiative zur Wissenschaftskommunikation des Landes Rheinland-Pfalz. Sie konstituiert einen Raum für Reflexion, sehr schön. Das passt immer dazu. Kommunikation ist nicht immer leicht, aber wir schaffen das trotzdem. Vielleicht bin ich auch ein Kandidat für das Kompetenztraining, worüber ich gleich sprechen werde. Aber zuerst allgemein. Die WISCOM Academy ist ein Raum für Reflexion, für den Austausch und zur Setzung von neuen Akzenten in der Wissenschaftskommunikation. Und wir haben dabei drei Schwerpunkte, die wir setzen möchten. Erstens Veranstaltungen. Die WISCOM Academy bündelt Kompetenzen, das wurde schon eingangs erwähnt, und ruft Impulse und Veranstaltungsreihen ins Leben. Zweitens Kompetenztraining. Denn Wissenschaftskommunikation ist ein Handwerk. Und wir möchten Forschenden in Rheinland-Pfalz Strategien für professionelle und erfolgreiche Wissenschaftskommunikation vermitteln. Und drittens einen Akademiepreis für Wissenschaftsjournalismus, mit denen wir exzellente WissenschaftsjournalistInnen auszeichnen möchten. Der erste Schwerpunkt, den ich genannt habe, liegt in dem Veranstaltungsbereich. Zwei Reihen sind dabei vorgesehen. Zum einen Kernfrage der Wissenschaftskommunikation, zum anderen Schlüsselthemen der Wissenschaft. Bei der Kernfrage der Wissenschaftskommunikation geht es um Reflexion über Wissenschaftskommunikation selbst, über ihre Mechanismen, Chancen und Herausforderungen, um sie besser zu verstehen und auch um Wissenschaftskommunikation in der Gesellschaft präsenter zu machen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist die heutige Podiumsdiskussion. Dann gibt es auch die Schlüsselthemen der Wissenschaft. Dabei geht es eher um wissenschaftliche Themen, die im Fokus stehen. Und dabei fragen wir uns, welche von diesen Themen sind besonders relevant für die Gesellschaft? Welche besonders relevant für die Wissenschaftskommunikation?
bei welchen stellt die Kommunikation eine besondere Herausforderung dar? Zum Beispiel eine der geplanten Veranstaltungen in den nächsten Monaten ist eine Veranstaltung zu den Biotechnologien. Ob da besondere Herausforderungen in der Wissenschaftskommunikation zustande kommen. Oder auch, wie funktioniert Wissenschaftskommunikation in den Forschungsmuseen. Weitere Beispiele könnten sein die Reihe der Zukunftsfragen der Gesellschaft oder die Podiumsdiskussion Hochschullehre im digitalen Zeitalter, die nächste Woche hier in der Akademie stattfindet. Sie merken es, ich habe nicht nur Veranstaltungen genannt, gerade für diese zweite Veranstaltungsreihe, die von der Viscom Academy konzipiert werden, sondern auch Veranstaltungen, die in Kooperation mit anderen Institutionen oder mit anderen Arbeitsgruppen entstehen. Das wird natürlich auch bei den Biotechnologien zusammen mit der Johannes Gutenberg-Universität und weiteren Institutionen der Fall sein und auch bei den Forschungsmuseen. Und das ist auch ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was Herr Andel auch eingangs schon gesagt hat. Wir sind mit der Wiscom Academy offen für ihre Impulse und für Kooperationen und Zusammenarbeit für die Veranstaltungen, aber auch in den anderen Bereichen unseres Projektes. Zum Beispiel eben im Bereich des Kompetenztrainings, unseren zweiten Schwerpunkt. Denn das Kompetenztraining richtet sich an alle Forschungen in Rheinland-Pfalz, egal welche Institution und egal welche Karrierestufe. Und besteht auch aus einer praxisbezogenen Seminarreihe zur Stärkung von kommunikativen und medialen Kompetenzen und zur Entwicklung einer individuellen Kommunikationsstrategie. Die drei Module werden geleitet von Profis aus der Praxis, und zwar Vortragsrhetorik von der Trainerin und Coach Gabriele Schweikart, Interview- und Podiumsdiskussion vom Fernsehautor und Journalist Dennis Gassmann und schließlich Kommunikation im digitalen Raum mit Redakteur und YouTube-Moderator Marvin Neumann. 100 Forschende werden in den nächsten 2 Jahren hier in der Akademie ausgebildet. Und zwar mit einem Kompetenztraining, das für die Teilnehmende komplett kostenlos ist. Der dritte Schwerpunkt der Wiscom Academy ist der Akademiepreis für Wissenschaftsjournalismus, wodurch wir herausragende JournalistInnen ausgezeichnet wollen, die in vorbildlicher Weise ein wissenschaftliches Thema aufgegriffen, erläutert und transportiert haben. Dabei geht es natürlich auch darum, dass wir einen Anreiz für Wissenschaftskommunikation und für Wissenschaftsjournalismus setzen wollen. Und die Preisverleihung wird dabei auch nur eine Momentaufnahme sein, eine Auszeichnung. Aber der Dialog mit dem Wissenschaftsjournalismus und darüber hinaus auch mit den Forschenden, mit der Politik, mit der Gesellschaft, dieser Dialog zeichnet unser Projekt, unser gesamtes Projekt aus. Den Auftakt machen wir heute mit der Podiumsdiskussion, wie muss man Wissenschaft kommunizieren. Und auf dem weiteren Austausch mit Ihnen allen und mit Ihren Institutionen, darauf freuen wir uns in den nächsten 2 Jahren und darüber hinaus. Vielen Dank. So, die wichtigen Dinge zuerst. Ja, auf einmal stand dieser große neue Begriff im Raum, Wiscom. Und ein bisschen ironisch ist es vielleicht schon, dass ausgerechnet dieses sperrige Akronym, verständlich nur für Insider, sich mit einem großen gesellschaftlichen Thema unserer Zeit befasst, bei dem es um Verständlichkeit geht, Wissenschaftskommunikation. Aber Wiscom, das ist eben inzwischen sowas wie ein Fachterminus. Der Begriff steht für eine wissenschaftliche Debatte, ein Handwerk und sogar für einen politischen Auftrag.
dass es jetzt eine Viscom Academy gibt, einen diskursiven Raum des Austauschs, auch der Ausbildung, ist also nur konsequent. Damit heiße ich Sie auch nochmal herzlich willkommen, liebes Publikum, hier an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz im Saal, auch zu Hause an den Bildschirmen oder wo immer Sie sind. Wie muss man Wissenschaft kommunizieren? Muss man das überhaupt? Darum soll es jetzt gehen. Ich bin Annalena Scholz und auch wenn eben alle schon mal vorgestellt wurden, möchte ich Ihnen doch nochmal die Gäste auch nochmal kurz nahe bringen. Ich freue mich sehr, dass wir hier so ein interessantes Podium versammelt haben. Ich beginne da vorne. Diese Frau ist nämlich unermüdlich im Gespräch mit Politikerinnen, mit Filmemachern, mit Journalistinnen. Ihr Thema ist unter anderem die Klimakrise. Sie ist Meeresbiologin, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts und Stiftungsprofessorin an der Universität Mainz. Herzlich willkommen, Antje Boetius. Dankeschön. Und ich bin auch ein Akademiekind übrigens. Hör hierher. Hashtag Archaeology Matters, dann 3 Ausrufezeichen. Ein Tweet, eine Mission. Archäologie verrät uns etwas über Menschheitsgeschichte und die wiederum ist bedeutsam für die Gegenwart. Ich freue mich über die Twitterin, Archäologin und Generaldirektorin des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Herzlich willkommen, Alexandra Busch. Dankeschön. Wir werden Vorsorge treffen, eine Überlastung des Gesundheitssystems erneut zu verhindern. Das war ein Zitat, ein politischer Satz, der aber zugleich voller Forschung steckt. Aber wie kommt die Wissenschaft eigentlich ins Ministerium? Das kann er gleich erzählen, der Jurist und Minister für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. Schön, dass Sie heute hier sind, Clemens Hoch. Danke sehr. Er scheue die Öffentlichkeit nicht, aber in eine Talkshow würde er lieber nicht gehen. Denn Nachdenken braucht Zeit und Nonkonformismus. Das sagt der Trierer Historiker, Vorsitzender des Historikerverbands und Gegenwartsdiagnostiker. Herzlich willkommen, Lutz Raphael. Ja, Interdisziplinarität, das ist für meinen letzten Gast zu meiner Linken kein Buzzword. Sie hat Konzertgitarre studiert, dann Politikwissenschaften, dann promoviert in kultureller Psychologie, forscht heute am Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften über Netzwerke. Was Viscom in all diesen Fachgebieten bedeutet, das kann ich Sie gleich fragen. Herzlich willkommen an eine der Sprecherinnen der Mainzer Jungen Akademie, Lydia Rittke. Auch Sie sind eingeladen, gleich mitzudiskutieren. Wir werden mal gucken, nach einer Dreiviertelstunde oder so das Podium öffnen. Wir haben 2 Mikros im Saal, dann können Sie auch Fragen stellen oder etwas kommentieren. Und wer am Bildschirm zuschaut, kann das ebenfalls tun bei Twitter oder bei YouTube. Die Fragen, die Sie da stellen, landen hier bei mir auf dem iPad und ich gucke, dass ich die so laufend hier vielleicht mit aufnehmen kann. Frau Boetius, erinnern Sie sich noch an das erste Mal, als Sie bewusst Wissenschaftskommunikation gemacht haben? Was war das für eine Situation? Da saß ich mit meinem Bruder in der Badewanne, habe als Kind schon angefangen, Jules Verne zu lesen und habe ihm meinem Bruder erklärt beim Baden, warum wir haben versucht, wer kann am längsten mit dem Kopf unter Wasser bleiben, warum Menschen, die in die Tiefsee tauchen, ein U-Boot drumherum brauchen. Das war der Beginn der Wissenschaftskommunikation, da war ich selber noch nicht so weit, dass ich selbst getaucht bin, aber mir war klar, dass mein Bruder, der noch nicht so viel lesen konnte wie ich, unbedingt Nachhilfe brauchte in Sachen, wie geht die Technologie, wie geht der Prozess forschen, das habe ich aus Jules Verne sozusagen referenziert. Und was haben Sie seitdem gelernt über die Wissenschaft und die Öffentlichkeit? Ich bin, glaube ich, reingekommen, wie die meisten Forschenden, dass diese Freude, die sich erzeugt bei allen Menschen, wenn es darum geht, die Grenzen des Wissens zu verschieben. Also wenn man so sagt, was ist eigentlich neu? Was hat wer gerade rausgefunden? Das kann klein oder groß sein. Es kann um schwarze Löcher gehen oder um die Anzahl von Beinchen bei Tausendfüßlern. Aber wenn ein Mensch etwas Einmaliges gefunden hat und davon berichtet, dann glüht es so ein bisschen und das ist ein sehr angenehmes Gefühl und das liebt das Publikum, dabei zu sein, wenn Menschen beschreiben, was sie entdeckt haben und das ist mein Einstieg immer gewesen. Eine Begriffsdefinition von Wissenschaftskommunikation ist ja auch schwierig, weil es so viele Formate gibt, ja, ein Riesenbegriff, dazu zählt die Kinderuni, dazu zählt Politikberatung, ein Interview mit dem Radio, jedes Fach hat nochmal eigene Anforderungen, vielleicht versuchen wir uns anzunähern über Ihre jeweiligen Felder. Frau Busch, was ist denn Ihre Arbeitsdefinition von Viscom im Museum? Also ich würde es nicht auf Viscom im Museum beschränken, denn wir sind ja ein Leibniz-Forschungsinstitut und Museum für Archäologie
und verstehen Wissenschaftskommunikation in der denkbar weitesten Definition, sowohl also in die wissenschaftliche Community hinein, als auch in die Gesellschaft. Und da eben nicht Wissenschaftskommunikation orientiert auf nur eine spezifische gesellschaftliche Gruppe, sondern wir versuchen in den Forschungsmuseen ganz unterschiedliche Teile der Bevölkerung und auch unterschiedliche Altersstufen anzusprechen und dafür die geeigneten Medien und Formate zu entwickeln. Und das halte ich auch für unseren Auftrag. Welches Format passt denn zu welcher Zielgruppe? Also wenn Sie jetzt die Gesellschaft runterbrechen, naja, wenn wir also für die, sagen wir, das Römisch-Germanische Zentralmuseum hatte jetzt vor seiner Schließung, wir haben da auch Studien zu gemacht, wir haben das über die Leibniz-Forschungsmuseen hinweg gemacht und haben gesehen, wer sind eigentlich die Leute, die in unsere Häuser kommen. Und dann war sehr deutlich, dass wir ein stark akademisch geprägtes Publikum haben. Und wenn wir zusätzlich Teile der Bevölkerung gewinnen wollen, dann müssen wir andere Formate bringen. Dann brauchen wir sowohl was mediale Vermittlung angeht, Ideen, als auch was personale Vermittlungsangebote und Programme angeht. Und die sind wir dabei auszudifferenzieren und dann zielgruppengerecht vorzubereiten. Wir können, glaube ich, alle Punkte später nochmal vertiefen, aber Frau Repke, zielgruppengerecht, wenn Sie zum Beispiel ein Interview geben im Radio oder einer Journalistin, und ich kenne das von der anderen Seite natürlich, zum Beispiel über Umfrageforschung habe ich, glaube ich, was gelesen, wo Sie dann vorkamen. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Also ich, in der Regel, wenn ich tatsächlich schon Fragen bekomme, mache ich mir darüber Gedanken und so bereite ich mich darauf vor. Ich mache mir Gedanken, überlege, was fällt mir dazu ein, überlege mir, wer ist die Zielgruppe. Ich bin sehr vorsichtig, wenn ich Interviews gebe tatsächlich, weil ich mir immer nicht sicher bin, was am Ende rauskommt tatsächlich, wenn es dann auch verschriftlicht wird. Das heißt, ich probiere auch schon gewisse Fallstricke mir vorher zu überlegen, um diese möglicherweise umgehen zu können. Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht? Also Sie haben ein Interview gegeben oder sonst wie kommuniziert und dachten nachher, Mist, das war eigentlich ein Fehler? Nein, ganz so drastisch würde ich es nicht sagen, aber man muss schon aufpassen, gefühlt, dass man nicht missverstanden wird oder vielleicht gerade in die Denkweise einer gewissen Person passt und dann ein bestimmter Schnipsel rausgenommen wird, der dann auch passt, aber halt leider so gar nicht gemeint war. Herr Raffael, Sie haben ja auch jede Menge Interviews schon gegeben. Ich habe Sie aber eben etwas pointiert, trotzdem zitiert mit diesem Einsatz, dass Sie nicht gerne in eine Talkshow gehen würden. Wenn ein Historiker bei Anne Will ist, ich freue mich dann immer als Zuschauerin, aber was ist Ihr Unbehagen? Das Format der Talkshow, gerade wenn man Anne Will nimmt, ist ja für einen Historiker das denkbar Schlechteste. Er kann einen Satz sagen, dann hat er vielleicht eine Tatsachenbehauptung bestätigt oder aber negiert und dann ist eigentlich schon keine Zeit mehr. Und er wird festgelegt auf eine starke These. Historiker haben manchmal starke Thesen, aber unser Thema ist ja häufig, dass wir es mit grauer Vergangenheit zu tun haben, das heißt Zwischentönen. Ja, selbst wenn wir über Putin uns äußern, können Sie die Kollegen, die Osteuropa-Historiker sind, sehen, und dann sind die eindeutig in der Bestimmung dessen, was die moralische Verurteilung zum Beispiel des Angriffs auf die Ukraine angeht. Wenn es aber darum geht, die Ursachen zu finden, müssen Sie schon wieder weiter ausholen, Sie haben Grautöne. Ja? So, diese Aufklärungsfunktion des Historikers gegenüber dem schnellen Argument finde ich in den Talkshows, so wie sie existieren, wir unterhalten uns hier auch, ja? Wir können das auch Talkshow nennen, das ist aber was anderes, ja? Ist nicht gegeben. Also wenn ich Talkshow da gemeint habe, dann meine ich die Formate, die heute üblich sind und die finde ich nicht gut. Für ein Fach wie meines, was natürlich einerseits Fakten vermitteln muss und prüfen muss und andererseits aber nur funktioniert, weil wir dazu dann auch eine Interpretation anbieten müssen, die immer auch Kritik braucht, ja, die nie so eindeutig ist wie das Faktum, auf den sich diese Interpretation bezieht. Also diese Spezifik ist ja nicht nur das Fach Geschichte, aber da kann man es sehr klar machen, braucht ein entsprechendes auch Kommunikationsformat. Zum Beispiel die Zeit, die Sie mir hier jetzt gerade lassen. Und da ist Ihre Redezeit auch schon wieder vorbei. Tatsächlich würde ich gerne noch mal einmal kurz nachhaken. Das Problem der Hyperkomplexität, haben das nicht eigentlich alle Fächer? Und ist also die Konsequenz dann zu sagen, diese Formate sind einfach für uns nicht geeignet, da gehe ich nicht hin, dann heißt es ja eigentlich auch, dass diese Expertise aus dem öffentlichen Raum sich heraushält. Vielleicht wäre es doch mal gut, wenn die Formate im öffentlichen Raum sich auch teilweise den Problemlagen anpassen würden.
Ja? Eine Überkomplexität von Gesellschaft könnte, glaube ich, könnten alle aus den verschiedensten Perspektiven hier unterschreiben. Selbst der aktive Politiker wird da mitgehen. Naja, wenn das der Fall ist, ist die Talkshow, so wie sie heute praktiziert wird, vielleicht nicht das richtige Format für uns. Vielleicht kann man daneben doch auch was machen. Wir haben doch auch gute andere Formate. Was ist das? Also das sind ich nicht als einfach gesetzt, das ist nicht zu naturalisieren. Was ist für Sie das beste Format als Historiker? Das beste Format als Historiker ist das, was ich am besten sozusagen gelernt habe, Stichwort Handwerk. Das ist zum Beispiel etwas sehr Altmodisches, auch für andere Disziplinen. Das ist immer noch das Buch. Das heißt aber nicht, dass das immer so ist. Aber für Historiker ist für die komplexen Themen, die wir manchmal behandeln, das Buch immer noch das Mittel der Wahl. Und interessanterweise finden wir immer noch Leser für dieses altmodische Format. Jenseits der Wissenschaft. Herr Hoch, Sie selber sind nicht Wissenschaftler, aber Empfänger wissenschaftlicher Expertise als Bürger, aber natürlich auch als Politiker. Darf ich Sie mal um zwei Anekdoten bitten, wo Sie Wissenschaftskommunikation erlebt haben als Empfänger und eine gelungene und eine nicht gelungene Situation? Und Sie dürfen das auch anonym erzählen. Also dann fange ich vielleicht mal mit der gelungensten Kommunikation an, und die war gar nicht nach draußen, sondern es ist ein bisschen was Sie schildern, nur als Antipode dazu. Weil wir Menschen ja so sind. Wir können uns mit einem Buch beschäftigen und verlieren uns in den Geschichten in diesem Buch, weil es Bilder erzeugt. Selbst in der Fachliteratur, bei einem reinen Sachbuch, das wird niemals funktionieren, wenn nicht ein Bild beim Empfänger erzeugt wird. Und ich glaube, meine wirklich spontan jetzt die spannendste Art von Wissenschaftskommunikation hat Herr Shahin gebracht bei einer Veranstaltung, die wir in der Staatskanzlei hatten. Es kam gerade Omikron auf. Und dann standen wir alle um ihn rum in so einem Kreis und wollten wissen, was passiert denn da jetzt eigentlich, weil er erzählt hatte, er war jetzt den ganzen Tag im Labor und das Virus hat schwer gekämpft, aber BioNTech hat gewonnen. So hat er sich irgendwie ausgesagt. Er hat gesagt, wir müssen uns das vorstellen. Er sagte, ja, dieses Virus mutiert. Aber wir sind hier ja im Rheinland und wir haben die fünfte Jahreszeit und Menschen verkleiden sich. Und so ist das bei Mutationen des Virus auch so. Wir haben dem jetzt ein Bild gezeigt, Herr Hoch, Sie sehen so aus, wie Sie aussehen. Wenn Sie nächste Woche als Clown verkleidet kommen, fällt es vielleicht der Hälfte im Publikum schwierig, Sie zu erkennen. Aber irgendwann dämmert es jedem, das ist der Hoch. Wenn Sie jetzt wieder rausgehen und umziehen und kommen als Panzerknacker wieder, dann weiß schon 3/4, das ist wieder der Hoch. Und so ist das mit dem Immunsystem und dem Virus auch. Das hat bei mir ein ganz starkes Bild erzeugt, dass ich sehr optimistisch darauf geschaut habe, was Wissenschaft alles leisten kann bei dieser Pandemiebekämpfung. Und ich erzähle das deshalb so gerne, weil es auch zeigt, dass wir mit verhältnismäßig leichten Mitteln in der Kommunikation tatsächlich einen hochkomplexen Prozess bei dem, was ist. Und das ist das Wesen von Kommunikation, dass ich es schaffe, einen sehr komplexen Sachverhalt, ohne ihn zu verfälschen, auf unsere eigene Aufmerksamkeitsspanne, die wir alle miteinander haben, runterzubrechen und bestenfalls ein Bild erzeuge, was dazu einlädt. Jetzt habe ich Lust, noch eine Viertelstunde mich mit Herrn Shahin über Clowns und Panzerknacker und was auch immer zu unterhalten. Also das ist so ein herausragendes Beispiel gelungener Kommunikation. Und das andere ist das, was jetzt schon überall ankam. Also wir machen alle jeden Tag wahnsinnig viele Fehlschläge in der Kommunikation, weil wir uns vorher nicht überlegen, welches Bild wir erzeugen, sondern wir sagen etwas und das ist richtig. Richtig. Und das ist Fakt und stimmt auch alles. Und das Wesen meines Berufsstandes ist ja, dass wir unheimlich viel kommunizieren und wir kalkulieren bewusst dieses Risiko ein, dass der eine Satz, der dann in dem Artikel drin steht oder die 12 Sekunden, die irgendwie in dem Beitrag laufen, so aus dem Zusammenhang gerissen sind, dass sie schlimmstenfalls genauso das Gegenteil ausdrücken. Und das passiert jedem von uns. Also ich verstehe Ihren Respekt vor Interviewsituationen. Bei schriftlichen Interviews geht das dann immer noch ziemlich gut, aber tatsächlich dieses sich vorher überlegen, was habe ich jetzt eigentlich für die Aufmerksamkeitsspanne als Botschaft, ist ein Handwerkszeug und deswegen bin ich froh, dass das so gelebt werden kann jetzt, dass es beigebracht wird, wenn man einfach sagt, was ist der eine Kernsatz, den ich rüberbringe. Und meine Befürchtung ist, an schlechter Kommunikation geschieht weit mehr als 95%, an dem, was wir alle jeden Tag tun. Jetzt müssen Sie noch die andere Anekdote erzählen. Ja, ich habe mal die Pandemie beendet. Also ich habe es gar nicht gemacht, aber in so einem Interview. Der Antwortsatz war völlig in Ordnung, aber ich glaube, ich war 3 Tage im Amt und die Frage der Journalistin war,
nächsten Herbst, also das war das Jahr 2021, also letztes Jahr, gibt es die neue Welle oder ist die Pandemie zu Ende? Das habe ich im Text völlig korrekt beantwortet, dass man das nicht weiß und dass wir sehr aufs Impfstoff vertrauen etc. Und ich deshalb im Moment eher davon ausgehe, dass wir im Herbst die Pandemie beenden können. Zum damaligen Zeitpunkt übrigens wissenschaftlich fundiert, begründet und alles richtig. Aber die Überschrift war, im Herbst ist die Pandemie vorbei. Ich würde sagen, rückblickend total misslungen. Dumm gelaufen. Frau Röpke, wenn Sie zurückblicken auf Ihre bisherige wissenschaftliche Karriere, Studium, Promotion, Postdoc-Zeit, war diese Anforderung, das akademische Wissen auch vermitteln, vereinfachen, erklären zu müssen, eigentlich eine explizit formulierte Anforderung an Sie? Oder kam das so nach und nach so auf Ihren Schreibtisch? Das müssen Sie ja auch noch machen. Also es ist ja leider so, dass Wissenschaftskommunikation gar nicht so gefördert wird und noch nicht Teil des, ich sage jetzt mal, wissenschaftlichen Handelns oder der wissenschaftlichen Karriere ist, zumindest nicht in Deutschland. Insofern war das nie eine explizite Anforderung. Es hat mich aber irgendwie immer bewegt, da auch keiner in meiner Familie versteht, was ich eigentlich mache und ich jedes Mal wieder die Frage bekomme, du so und so hat mich gefragt, was machst du eigentlich? Und dann denke ich, okay, habe ich schlechte Arbeit geleistet, darin zu kommunizieren an meine Verwandtschaft, was ich eigentlich so betreibe. Insofern ist das eher so nach und nach mit der Zeit gekommen. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Weil ein Punkt, es ist richtig, dass man nicht das Handwerk lernt unter dem Überschrift Vorlesung zur Wissenschaftskommunikation, aber die publizierenden und sprechenden Wissenschaftler, die müssen natürlich, sei es der Antrag, den man stellt oder sei es das Nature-Manuskript, das man schreibt, auch schaffen, die Quintessenz einer Bemerkung eines Kontextes wie auch der Bedeutung der eigenen Forschung in zwei Sätzen aufzuschreiben. Und damit fängt es an, genau wie Sie sagen, schaffe ich das, eine neue Erkenntnis so zu formulieren, dass wer auch immer sie liest, der Editor oder der Lektor oder eben der Mensch, der jetzt Fördergelder auszahlt, sofort ein Licht angeht. Und da sitzt man schon mittendrin in der Wissenschaftskommunikation und das kommt schon auch so vor, ohne dass man damit Politikberatung oder den Tag der offenen Tür meint. Mhm. Teil unseres Handwerks. Dahinter steht ja schon auch die Frage, wie aufwendig ist das und was kriegt man raus an, als einzelne Forscherin an Reputation? Sie sind ja, Sie sagen, sind Führungspersonen, Sie stellen auch Leute ein. Welche Rolle spielt das dafür, wenn Sie jetzt gerade mit jüngeren WissenschaftlerInnen zu tun haben? Die haben Top-Paper, aber vielleicht können gar nicht kommunizieren oder andersrum. Wie bedeutsam ist das als, ich sag mal, hartes Kriterium in der Einstellung von Personen? Gerne, Frau Busch. Das kommt darauf an, für welche Stelle man die Person sucht. Und ich glaube, und deshalb finde ich auch den Begriff Handwerk problematisch im Zusammenhang mit Wissenschaftskommunikation. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die man sich aneignen kann. Und deshalb finde ich, ist das auch eine fantastische Initiative. Und ich hätte mir das auch gewünscht zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn, dass es sowas gegeben hätte. Aber es braucht auch eine bestimmte Neigung und Fähigkeit, kommunizieren zu können und die Dinge so unterbrechen zu können, dass sie eben in kurzen Aufmerksamkeitsspannen auch an Leute kommuniziert werden können und aufnehmbar sind, die sich noch nicht 10 Jahre lang mit einem Biologiestudium beschäftigt haben. Und insofern finde ich es falsch zu erwarten, dass jeder Wissenschaftler in der Lage sein muss, also abgesehen von dem Punkt, den Sie erwähnten, also bei Antragsschreiben muss man das natürlich, aber dass jeder in der Lage sein muss, das auch so weit runterzubrechen. Ich glaube, dafür braucht es vor allen Dingen auch in solchen Forschungseinrichtungen wie der unsrigen bestimmte Kommunikatoren, die in der Lage sind, die Forschungsinhalte zu übersetzen. Also die müssen wir fördern und das ist dann auch eine Karriereoption für die Zukunft, die ich sehen würde und die dringend ausgebaut werden muss. Es gibt aber auch einen Riesenbedarf. Also dadurch, dass wir diese Vielfalt haben, was ist Wissenschaftskommunikation alles, die Kanäle und die Ansprüche auch der Gesellschaft, das verändert sich dauernd und ist dynamisch und derzeit geht Ihnen vielleicht auch so. Also wir Klimawissenschaftler und Ökosystemwissenschaftler, aber erst recht die Gesundheitsleute und auch die sich grundsätzliche Gedanken machen, wo kommen wir Menschen her und sind wir eigentlich grundsätzlich böse, was eine Frage ist, die derzeit wirklich wild um sich greift. Wir müssen zur Verfügung stehen, dass Leute Fragen stellen können. Und es ist ganz eindeutig, auch jetzt nach der Pandemie, Menschen wollen das gerne in Präsenz und sie wollen einen Menschen sehen, den sie als Forscherin, Forscher identifizieren, mit oder ohne Proftitel,
wo man dann versteht, aha, da ist ein Mensch und der funktioniert so und der redet so oder die sieht so aus und die erklärt die Methode so. Das kann auch mal holperig sein, aber einfach dieses zur Verfügung stehen, um essentielle Fragen zu unserer Zukunft zu beantworten, im Analogen, das ist auf einmal, da ist ein Riesenhunger, bemerken wir. Völlig anders als noch vor 5 Jahren. Mhm. Herr Hoch? Ich wollte das nochmal aufgreifen, was Sie eben gesagt haben. Also wir fangen ja heute an, das zu tun, was der Markenkern von Kommunikation ist. Wir sagen, wir kümmern uns jetzt um Wissenschaftskommunikation und jetzt wird alles ganz toll. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren jeden Tag, weil das ist Wesenskern von Wissenschaftlern. Bei den Anträgen geht es darum zu kommunizieren, womit möchte ich mich eigentlich beschäftigen. Spätestens, wenn ich ein paar Fakten zusammengetragen habe, möchte ich es publizieren. Das ist im Zweifel auch bares Geld wert für meinen Forschungsansatz. Das ist alles Kommunikation. Wo die Leerstelle entsteht oder vielleicht empfunden wurde in den letzten 2 Jahren, ist ja die Frage, das, was Sie gerade gesagt haben, Politikberatung. Also passen diese 2 Kommunikationswelten, die wir miteinander haben, also die eine sehr faktenbasierte mit dem unbändigen Willen, sich auch irren zu dürfen, und die andere vielleicht eher etwas emotionsbasiert, aber mit der Erwartungshaltung der Menschen, wenn der Minister jetzt was gesagt hat und am nächsten Tag seine Meinung ändert, weil es ein neues Faktum gibt, ja, dann musste er sich revidieren. Also die Konnotation ist eine ganz andere. Und deswegen stört mich dieser Begriff Handwerkszeug überhaupt nicht, weil das zielgruppenadäquat einfach in diesen verschiedenen Kommunikationssäulen ganz dringend notwendig ist, genau zu wissen, in welchem Rollenumfeld bewege ich mich. Und das eine ist dieser wissenschaftliche Kontext. Ich glaube, das funktioniert bei den allermeisten ziemlich gut. Dann haben wir diesen Beratungskontext, der immer so ein bisschen, dass der Beratende will ja die Fakten haben, und zwar unumstößlich am liebsten, und diesen politischen Kontext der Außenkommunikation. Und das ist das, wo wir alle in so einer schnelllebigen Welt sind, dass auch wir in der Politik ja ständig den Handwerkszeug und Beratungsbedarf haben, uns da vorzubilden. Deswegen ist das auch für uns sehr spannend, was jetzt in Wissenschaftskommunikation passiert. Darf ich da direkt drauf? Ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Also Handwerkszeug finde ich deshalb nicht ausreichend, weil es hat auch was mit Haltung zu tun. Und wenn wir Herr Raphael hat beschrieben, wie er das so als Historiker sieht und bewertet, ja, und man kann manchen, also man kann Personen so viel Handwerkszeug mitgeben, wie man will, wenn die Haltung nicht so ist, dass man damit auch arbeiten möchte. Ich stimme Ihnen voll zu, geben Sie mir eine Bohrmaschine, das geht schief. Naja, dann ist einfach, ne, dann bringt das auch nichts. Und deshalb brauchen wir eigentlich ein Umdenken, was vor allen Dingen auch unsere eigene Haltung als Wissenschaftler angeht. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir senden das, was wir für relevant halten, sondern dass wir auch hören, was eigentlich gehört werden will oder was die Leute interessiert, was die Leute bewegt. Und das hat aber was mit Haltung zu tun. Herr Raphael, wenn Sie als Zeithistoriker auf diese Diskussion blicken, hier aber auch die größere Viscom Academy oder auch die Factory Viscom, also das Projekt vom Bundesforschungsministerium, diese vielen Anstrengungen, Wissenschaftskommunikation irgendwie auch zu verstehen, ne? Und die Zielgruppen, die Kanäle, all das. Was können wir eigentlich aus dieser Bewegung rückschließen, auf die Gesellschaft, wo die gerade steht? Mhm. Was für ein Bedürfnis artikuliert sich da? Sie haben sogar von einem Hunger gesprochen. Mhm. Aber ich glaube, die Rede über die Wissenschaftskommunikation, zumindest im deutschen Zusammenhang, war schon unterwegs, als der Hunger noch gar nicht entdeckt worden war. Habe ich den Eindruck. Absolut. Da war das schon ein Thema. Und deshalb ist die Frage an der Stelle, glaube ich, zumindest so aus der Beobachtung eines Historikers, zumal Zeithistoriker, ein bisschen anders. Ich glaube, darin drückt sich etwas aus, was ich jetzt mal mit dem Plastikwort Demokratisierung nennen möchte. Warum? Die schlichte Tatsache, dass wir als Wissenschaftler etwas sagen, ist noch nicht die Grundlage dafür, dass uns zugehört wird. Erstmal gut, weil vielfach ist es ja auch, wenn uns zugehört wird, gar nicht sicher, dass die Information, die wir glauben, wenn wir da reden, überbringen zu können, ankommt, weil Fachchinesisch kennen wir doch alle, das Wort ist noch nicht gefallen, aber es gibt ja auch Disziplinen, die müssen in einer solchen Fachsprache reden. Zum Beispiel Naturwissenschaften sind es gewohnt, dass sie bestimmte Dinge auch mathematisch ausdrücken können. Ist schon mal nicht ganz einfach. So. Psychologen, Soziologen haben das zum Beispiel viel stärker entwickelt als wir Historiker, weil wir haben
ein altes Fach, so eine merkwürdige Rückkopplung an Umgangssprache. Wie auch immer, diese Demokratisierung bedeutet, hey, erklär mir mal. Diese Forderung, ja, dem Common Man, dem Allgemeinen, so dem Gemeinbürger etwas klar machen zu können, ist, glaube ich, der Hintergrund. Das ist der eine Punkt. Und Sie selber haben in Ihrem schönen Aufsatz über die Promotion, ne, haben Sie ja auch auf ein zweites Gesicht, einen zweiten Gesichtspunkt hingewiesen, der meines Erachtens schlagend war. Das habe ich gesagt, Punkt. Wir haben Vermittler in Kommunikation, Journalisten volkstümlich genannt, aber auch andere, ja, die da tätig sind, zum Beispiel Schullehrer. In meinem Fach ganz zentral. Wir haben eigene Didaktiker, die da daran arbeiten, wie sage ich es meinem Schüler. Also die Badewanne ist nicht so weit weg. Kurz, da ist eine enorme Verschiebung. Ja? Für viele Journalistinnen und Journalisten ist das, was unser einer noch vor 10, 15 Jahren glaubte, so von sich geben zu können und sofort verstanden zu werden, Rauschen geworden. Sie haben selbst auf die ganz unterschiedlichen formalen Bildungsabschlüsse und Kompetenzen in den Wissenschaften hingewiesen. So, das ist, glaube ich, etwas, was wir insgesamt als Hintergrund für die Entstehung dieses vollkommen legitimen Bedürfnisses, da muss etwas passieren, erklären können. So, das heißt, das ist dann auch an die Wissenschaft herangetragen worden, hey, macht es mal ein bisschen klarer, macht es mal verständlicher. Und da sind, glaube ich, in letzter Zeit eine Menge Veränderungen passiert. Aber das ist die soziale Situation. Und dann kommt ein dritter Punkt, den haben wir jetzt auch zusätzlich zum Hunger. Das ist diese etwas überraschende Haltung. Hey, ist eh alles nur Meinung. Volkstümlich verbinden wir das mit dem Vorwurf, das ist politisch immer nett gemeint, populistisch. Vorsicht, da steckt noch mehr hinter. Natürlich ist das, wenn Populisten sowas benutzen, eine gute sozusagen Steilvorlage für jemanden, der sich eh nicht daran orientieren möchte, was die Wissenschaft sagt. Aber dahinter steckt ein größerer Vorbehalt, das sehen wir auch bei der Impfkampagne. Mit den Fakten ist doch gar nicht so klar. Oder vielleicht gibt es die gar nicht in dieser Gewissheit. Vielleicht lässt sich das gar nicht so überprüfen. Dieser etwas tiefer sitzende, sozusagen, dieser Zweifel, der ist Zweifel an der Wissenschaft, ist auch entstanden und der kommt aber, glaube ich, später. Wir beobachten den jetzt, wir beobachten den übrigens in vielen Ländern, wenn ich richtig sehe, nicht weltweit. Aber der ist nochmal als eine weitere gesellschaftliche Problematik hinzugekommen. So, das ist so im schnellen Blick zumindest etwas, was diese Lage sehr komplex macht. Denn wenn wir auf alle diese verschiedenen Problemlagen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reagieren wollen, dann sage ich mal, klappt nicht. Wenn Sie jetzt anfangen, sich selber Vorwürfe zu machen, weil Sie einem, ich sage jetzt mal, in der Wolle gefärbten rechtsradikalen Antisemiten klar machen wollen, dass das im Nationalsozialismus ja auf Massenmord an Juden und anderen auslief und dass das nicht Zufall und Bagatelle war, ja, sondern Kernbestand dieser politischen Ideologie, dieser Herrschaft war, dann kann sein, dass das schief geht. Ich halte es jedenfalls für sehr wahrscheinlich, dass die Suche bei einem selber nicht anfangen sollte. Das kann ein Nebeneffekt sein, aber damit sollte man nicht anfangen. Eine ganz andere Situation ist, wenn Sie vor Versammelten in der Schulklasse das Thema nicht rüberbringen und sich dann dahinter verstecken, oh, da waren mir zu viele türkischstämmige Kinder da. Dann finde ich sagen, da ist immer schiefgelaufen. Da würde ich jetzt aber mal zurückgehen. Was haben wir falsch gemacht, also als Historikerinnen, Historiker in der Ausbildung von Lehrern? Was haben die Lehrer da falsch gemacht? Was haben unsere Fachdidaktiker nicht gesehen? Und was haben wir auch noch immer als selbstverständlich erachtet, was wir hätten vermitteln können und müssen? So. Ich greife nochmal dieses Wort der Demokratisierung raus und vielleicht lohnt es sich auch, dass wir das an der Pandemie mal so ein bisschen fallbeispielhaft nochmal besprechen, weil wir da einerseits eine unglaubliche Durchdringung der Öffentlichkeit mit Wissenschaft erlebt haben, der öffentlichen Debatte, Talkshows und so weiter, gleichzeitig eine wahnsinnige Personalisierung erlebt haben. Also einige wenige Figuren, die dann sozusagen auch völlig überhöht wurden. Also mich würde nochmal interessieren, wie Sie das wahrgenommen haben in der Pandemie, die starke Zuspitzung auf einige wenige Wissenschaftler und immer auch eine Politisierung der Expertise. Frau Boetius. Ich wollte eigentlich noch kurz was zu Haltung und Einordnung sagen, weil das wichtige Elemente sind, die direkt jetzt rausgekommen sind aus Ihrem Beitrag, Raphael, aber wir können jetzt auch erstmal das machen. Also diese Überspitzung und von die Menschen zu finden, die in Abwesenheit von Wissen dann immer wieder dafür da sind, das Wissen zu produzieren und natürlich im Hintergrund als Wissenschaftler Synthesen daraus machen, aus dem, was gerade frisch geforscht wird, das war überlebenswichtig. Und das ist eine ganz normale Reaktion von Medien, ist klar. Man
kommt schneller voran, wenn es ein Gesicht gibt, wenn man einen Wiedererkennungswert hat. Und dadurch, dass Herr Drosten mit anderen zusammen oder Sandra dann den Podcast gemacht haben mit dem NDR, eine verlässliche Bedienung in völliger Abwesenheit von Wissen war absolut essentiell und hat auch enorme Steigerungen in den Vertrauenswerten der Bevölkerung in Wissenschaft geleistet. Wir haben ja ein Vermessungssystem, das Wissenschaftsbarometer von Wissenschaft im Dialog. Da wird mit statistischen, soziologischen Methoden immer gecheckt, was denkt die Bevölkerung, vertraut sie nicht, von Jahr zu Jahr Prozent. Und da ist es hochgeschossen auf einen absurden Wert von 75% komplettes Vertrauen in die Wissenschaft während der Pandemie. Jetzt wird die ganze Zeit gesagt, nee, das ist das Gegenteil der Fall, die Leute haben Vertrauen verloren, weil es so viele Stimmen gab. Das ist aber faktenfrei. Es gibt natürlich Einzelne, die das behaupten und einzelne Medien, die das reflektieren. Aber die Vermessung von uns Deutschen zeigt, wir haben ein absurdes Vertrauen in Forschung, weil wenn ich Herrn Raphael frage, vertrauen Sie immer und überall in die Wissenschaft und die Forschung, dann sagt er nein. Klar. So, also, aber es ist toll und jetzt ist es wieder bei 60%, ist ja immer noch irre. Und diese Menschen, die da stehen und die erkannt werden und die dann für ein Fach und eine Methode stehen, die eine Haltung haben und einordnen können, die haben da enorm geholfen. Und dann gibt es natürlich unseren Dialog mit den Medien, die es ja so nicht gibt, die alle verschiedene Vorgehensweise haben. Aber es gab welche, die haben eben diese Menschen dann vorgeführt, gesagt, wir wissen, wo du wohnst und wo deine Kinder zur Schule gehen und du machst jetzt unser Weihnachten kaputt. Und daraufhin hatten wir mächtig Zoff miteinander, Medien und Wissenschaft und Politik, weil das ist sozusagen eine Kehrseite, die man sich verbitten darf, auch wenn der Presserat anders geurteilt hat. Ja, ich erinnere nochmal an die Zeile, haben Sie bestimmt alle mitbekommen, die Lockdown-Macher stand auf der Seite 1 der Bild-Zeitung mit eben sozusagen einigen Personen. Herr Hoch, wenn wir noch mal bei der Pandemie bleiben, Sie waren ja dann zuständig dafür, auch Sachen umzusetzen. Also ganz viel Komplexitätsreduktion auch. Sie lassen sich beraten und am Ende, ja, Masken ja, nein, Impfen ja, nein. Also ganz viel irgendwie verdampft dann in so einer ganz konkreten Entscheidung. Wie ist dieser Prozess für Sie abgelaufen? Hat das gut geklappt? Wie sind Sie da vorgegangen in dem sich beraten lassen von Forscherinnen und Forschern? Ich würde sagen, in dem Bereich der Pandemie hat das exemplarisch herausragend funktioniert. Wir haben aus meiner politischen Erfahrung keinen anderen Politikbereich, mit Ausnahme vielleicht der Klimaforschung seit Jahren, aber auf einem anderen Konkretisierungslevel, überhaupt nicht diese unmittelbare Anbindung von Wissenschaft an Politik. Normalerweise gibt es ja so eine Arbeitsteilung. Also die Wissenschaftler kommen irgendwann zu einer Erkenntnis, die wird publiziert, die wird dann auch nochmal gegengecheckt. Es gibt auch eine hohe Bereitschaft, diese Erkenntnis selber zu überprüfen. Und irgendwann sagt man, ja, das ist so. Es kann sein, dass wir in ein paar Jahren was anderes rausfinden oder dann noch besser werden, aber das sind die Fakten. Und dann hat Politik die Aufgabe, das irgendwann umzusetzen und zu sagen, wir machen daraus Politik für die Menschen. Bei dieser Pandemie war diese Ursache und Wirkung so kurzlebig und ich erinnere mich ziemlich gut daran, die ersten Ansätze von Politikberatung, die uns ja auch dann im Nachhinein negativ ausgelegt wurden oder mit der Konnotation versehen wurden, ihr habt das ja nur so ausgegeben, weil es war gar nicht verfügbar, war dieses Maskenthema. Also wenn man sich ganz am Anfang erinnert an die Äußerungen auch von Herrn Drosten zu sagen, lass das mal mit den Masken sein, wir wissen gar nicht so genau, ob uns das jetzt irgendwie hilft und das macht alle nur verrückt und macht nachher mehr kaputt, als es soll. Und dann war relativ schnell die Erzählung von geneigter Öffentlichkeit, naja, die wollen das ja nun nicht mit den Masken, weil es gibt nicht genug im Markt. Und deswegen hat die Wissenschaft jetzt der Politik erzählt, lass das mal mit der Maske sein. Tatsächlich ist das die größte Herausforderung der Pandemie gewesen. Also es gab relativ schnell an vielen Stellen wissenschaftliche Erkenntnisse, von denen man vermutete, dass sie richtig sind, aber es nicht in jedem Einzelfall so. Und man dann natürlich in der Politik einen gesellschaftlichen Abwägungsprozess treffen muss. Und der ist an manchen Stellen aus politisch-gesellschaftlichen Gründen eher schwach ausgefallen. Und er ist an anderen Stellen über Gebühr stark ausgefallen. Also die größte Diskussion oder die größte Bandbreite dessen ist zum Beispiel, wir wissen, alle Masken tragen funktioniert. Deswegen ziehen Sie alle Masken an. Masken tragen funktioniert eigentlich deshalb aber relativ gut, wenn ich andauernd eine Maske trage. Also wir hier vorne sitzen jetzt schon ziemlich lange nebeneinander mit Aerosolen und haben keine Maske an. Also eigentlich müsste ich sagen, ich trage eine Maske und habe die an und ich trage die aber auch in einer Sitzung während der Besprechung und habe sie auch weiter an. Funktioniert aber nicht gesamtgesellschaftlich.
weil ich habe Restaurants und Gastronomie. Da ziehe ich es denknotwendig aus und mir im Rücken sitzt jemand, der hat vielleicht Corona und keine Maske an und zwar für 1,5 Stunden. Aber umgekehrt, in Kohorten, in denen ich gar keine oder kaum vulnerable Menschen habe, nämlich in der Schule, in der Grundschule, ist es so leicht, es zu exekutieren, dass sie alle den ganzen Tag Maske tragen, also machen wir es da mal. Und in dieser Bandbreite des Prozesses und der Störfaktoren kommt dann auch immer noch was rein, was wir politisch auch immer beachten müssen, ist, wir müssen uns für alles rechtfertigen, im Zweifel auch vor Gericht. Und dann haben wir einen Gleichheitssatz, dann müssen wir immer argumentieren, dass wir tatsächlich auf Basis von Erkenntnissen, die wir haben, wesentlich Gleiches auch gleich behandeln und wesentlich Ungleiches dürfen wir ruhig ungleich behandeln, aber das ist dann schwieriger zu begründen. Und ich fand in verschiedenen Fragestellungen, ich weiß jetzt, ich müsste es wissen, weil ich es immer unterschreibe, aber ich glaube, wir sind jetzt gerade bei der 33. oder bei der 34. Corona-Bekämpfungsverordnung. Diese Durchnummerierung hat allein juristische Gründe, das ändert sich ja manchmal nicht so viel, aber wir haben noch keine davon nicht wirklich gehalten vor Gericht, weil wir immer auch zur Basis der Entscheidung gesagt haben, und es gibt aktuell diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und in 4 Wochen überprüfen wir wieder und wenn es neue gibt, passen wir an. Frau Röpke, in diesem Prozess, wir waren da ja irgendwie alle in unterschiedlicher Art und Weise beteiligt, auch als Bürgerin, aber hat sich in diesen 2 Jahren, 2,5 Jahren Ihr Selbstbild als Wissenschaftlerin gewandelt? Also gerade weil es plötzlich so ein emphatisches Verständnis von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen gab, ja, weil die so prominent in der Öffentlichkeit waren. Haben Sie ein anderes Selbstbild auf einmal gehabt als Mitglied dieser Zunft? Da ich ja nicht aus der Community, also der Fachpraxis, Medizin und so weiter bin, hat mich das jetzt nicht ganz so sehr berührt. Aber, und da möchte ich gerne auf Sie nochmal zurückkommen und im Spezifischen auf das Wissenschaftsbarometer. Sie haben ja gerade gesagt, dass das Vertrauen in die Wissenschaft auf 75% oder so angestiegen ist. Und andererseits haben wir aber auch diese große Zahl an Personen gesehen, die einfach skeptisch gegenüber Wissenschaft waren. Und da ist jetzt so eine gewisse Diskrepanz. Und da muss ich mich jetzt als Umfragemethodikerin einschalten. Vorausgesetzt, ich habe jetzt die Daten korrekt im Kopf, ist es ja meines Erachtens so, dass sich vor allem die, die unentschieden waren, vertrauen Sie jetzt in die Wissenschaft, ja oder nein? Die haben sich umstimmen lassen, sage ich jetzt mal ins Positive. Aber die, die dagegen sind, die werden ja teilweise gar nicht erfasst vom Wissenschaftsbarometer, weil die an so einer Umfrage gar nicht erst teilnehmen würden. Das heißt, da haben wir einen bestimmten Bias, sage ich jetzt mal drin, eine leichte Verzerrung hin ins Vertrauen. Das kann bestimmt sein. Ja. Wobei die echten, sagen wir mal, die sich gar nicht haben impfen lassen und der Teil davon, der auf die Straße gegangen ist, wiederum ein kleiner Anteil der Gesamtbevölkerung ist, aber sehr, sehr prominent platziert wurde in den Medien und in unserer Auffassung, was ist eigentlich los da draußen an Spaltung. Es ist aber diesem System ja auch immanent. Also in unserer Kommunikationswelt sind opponierende Meinungen und Zweifel immer viel leichter zu transportieren als eine Zustimmung oder als eine Bestätigung. Also das erfahren wir jeden Tag. Ich kriege immer noch, es ist jetzt nicht mehr jeden Tag, der Fokus hat sich ja total verschoben, aber immer noch 1 bis 2 Mal die Woche Briefe oder E-Mails, die beginnen mit dem Satz, das stimmt alles nicht mit der Corona-Impfung und die schützt auch gar nicht und die hat so viele Nebenwirkungen. Fragen Sie doch mal einen echten Wissenschaftler. Das ist diese Art und Weise, das, was Sie beschrieben haben, zwischen Meinung, Tatsachenbehauptung und Faktum, die ist in dem Bereich derjenigen, die opponieren wollen gegen irgendwas so grenzüberschreitend verschwimmend, dass man das gar nicht mehr zusammenbekommt. Und ich fand diese Werte auch total beeindruckend. Und selbst wenn man jetzt sagt, wir erwischen die, also wir wissen ja aus unseren Erhebungen, so etwa 15% der Bevölkerung erreichen wir nur ganz schwer. Da gibt es auch nochmal Abstufungen, wo die Skepsis zum Teil aus persönlichen Lebenssituationen erklärbar ist, aber bei 10% sind wir uns relativ sicher, dass wir die auf ganz verschiedenen Ebenen nicht erreichen oder die machen nur in ihren eigenen Netzwerken Befragungen mit und bestätigen sich selbst. Aber selbst wenn ich die anderen 90% zugrunde lege, sind das immer noch beeindruckende Werte, sodass jede Fehlertoleranz, das kann man sich einrahmen. Also wir Politiker rangieren immer irgendwo bei Gebrauchtwagenhändlern. Wenn Sie solche Nachrichten bekommen, wo ein massiver Vertrauensverlust oder auch einfach ein Misstrauen draus spricht, wie gehen Sie damit um? Geben Sie diese Leute verloren oder glauben Sie dann, wir brauchen mehr Viscom Academy, also wir müssen da mehr reinschießen, dann kriegen wir sogar die. Also erstmal das Individuelle, wie wir damit umgehen, jeder bekommt eine Antwort. Nicht jeder bekommt immer eine Antwort. Es gibt auch renitente Schreiber und irgendwann ist auch mal gut. Aber erstmal bekommt jeder
eine Antwort und die ist, die versucht auch darauf einzugehen, auch auf die Lebenssituation. Wenn die Viscom Academy schaffen würde, jetzt am Ende des Projektzeitraums zu zeigen, dass wir von diesen 10% nur 1% irgendwie erreichen können und umstimmen, dann müssten wir dieses Projekt um ein Hundertfaches ausbauen, glaube ich. Also das wird wahnsinnig schwer. Also das, was wir erreichen wollen, ist ja eigentlich bei den 90%, die wir erreichen und haben können, das, was es an tagtäglicher Beschäftigung mit Wissenschaft gibt, so näher zu bringen, dass ein gesellschaftlicher Mehrwert, auch vielleicht für einen Diskurs oder für Wissenszuwachs oder sei es nur Interesse für ein Thema oder den jungen Menschen in der Schule zu begeistern, ich beschäftige mich jetzt ja doch mit Geschichte oder Meeresbiologie oder anderen. Also ich würde jetzt erstmal sagen, die Zielgruppe der Viscom sind die 90%. Und wenn wir es schaffen, so gut zu sein, dass wir von den anderen noch ein paar erreichen, dann ist das, glaube ich, die absolute Krönung dahinter. Kann ich vielleicht kurz noch einen Punkt Kritik anbringen an Wissenschaft? Wir selber reden ja die ganze Zeit weiter, was hätten wir besser machen können in den Wissenschaften. Und eine Sache, die uns wirklich fehlt, und das erwähnten ja verschiedene von Ihnen auch anfangs, ist eben systemisch zu denken, also das Komplexe mit zu bedenken und auch konfliktfähig zu sein. Und dort, wo Krisen wie so ein Brennglas auf Unaussprechliches blicken, wo es eben keinen Austausch gibt, wo uns auch oft die Sprache fehlt, da müssen wir vorbereiteter werden, denn es werden ja Krisen nach Krisen folgen und sich verstärken. Und was mir besonders aufgefallen ist, da habe ich auch sowohl mit Journalisten wie mit anderen WissenschaftlerInnen drüber gesprochen, ist unsere Unfähigkeit über Schutz von Leben, und zwar junges Leben, mit und gegen altes Leben zu sprechen. Den Tod als Maß, der ja eingeführt wurde, Mortalität, Übersterblichkeit, gegen zum Beispiel Kindeswohl zu stellen. Was passiert eigentlich mit Kindern, die zu Hause weggeschlossen werden? Was ist die Konsequenz von nicht zur Schule gehen? Und wie können wir wissenschaftlich beraten, wenn die Politik entscheiden muss? Wie kann man Sicherheit geben? Das ist dann gar nicht mehr Virologie an sich, oder nur, die vielleicht sagt, es sieht nicht so aus, als würden Kinder langfristige Schäden tragen oder wir wissen es einfach nicht, was ja Fakt war. Keiner wusste, ob es bei Kindern, auch wenn sie erstmal nicht sterben, nicht doch unglaubliche Langzeitfolgen in der Lunge gibt oder anderswo. Man weiß aber, dass es Langzeitfolgen hat, wenn man nicht zur Schule geht und vom Wissen ausgeschlossen wird. Und das auszuhalten, sich in den Raum zu setzen und darüber zu streiten und zu debattieren, wie sehr schütze ich Menschen, die über 70 sind, gegenüber den Kindern, die zur Schule gehen müssen, worum es medizinisch am Ende auch mal ging. Das haben wir nicht ausgehalten. Dafür hat es weder sich hat sich kein Raum gefunden. Wir als WissenschaftlerInnen konnten wir uns auch nicht so organisieren, dass wir über Tod als Maß von gesellschaftlichem Stand und Entwicklung sprechen können und konnten. Jetzt gibt es Forschungsprojekte dazu, jetzt geht da was. Aber wir müssen einfach vorbereitet sein. Und das ist eine Rolle von Akademien auch und von anderen Plattformen, dass es nicht nur innerhalb der Disziplin gelingt, sondern in der Verschränkung und auch mit Praktikern. Dafür sind wir einfach nicht vorbereitet. Das müssen wir aber werden. Wir kommen da nochmal darauf zurück, wenn wir am Ende des Podiums nochmal so ein bisschen nach vorne gucken, was noch passieren muss. Ich würde aber gern, wie versprochen, das Podium einmal öffnen, denn bestimmt gibt es hier Fragen oder Anmerkungen. Wir haben zwei Mikros, bitte sprechen Sie nur mit Mikro, damit alle das Sie verstehen können. Sagen Sie bitte gerne kurz Ihren Namen und wo Sie herkommen und ich bitte um pointierte Beiträge. Da gibt es schon eine Meldung. Ja. Eins, zwei, hört man mich so. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Patrick Honecker. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und dass Sie da sind, ist auch das, was mich ermöglicht hat, hier zu sein. Denn ich bin einer von den Hochschulkommunikatoren, die in der Leitung einer Hochschule arbeiten. Ich bin CCO, Chief Communication Officer der TU Darmstadt. Und wir sind inzwischen 4 Leute in Deutschland, die das machen. Das ist ganz toll. Und das ist dank der tollen Wissenschaftler und tollen Wissenschaftlerinnen und der tollen Politikerinnen, die das ermöglichen, dass solche Formate da sind, gegeben. Was ich aber sagen wollte, was mir nicht gefallen hat, ist der Begriff des Handwerks. Und zwar, klar, es ist etwas, was nicht Wissenschaft ist, was wir machen. Es ist aber multidisziplinär und es ist inzwischen so unglaublich komplex geworden. Sie müssen ja wissen zum Beispiel, was sind die Biases, also Kommunikationspsychologie ist extrem wichtig geworden. Warum ist es so, dass Menschen auf Fake News hereinfallen? Warum ist es so, dass es bestimmte Bestätigungen gibt, auf die Menschen anders reagieren als auf andere Reize, auf Trigger, die gegeben werden? Sie müssen historische Kenntnis haben. Sie müssen wissen letztendlich auch, wie Soziologie funktioniert. Andreas Reckwitz hat mal gesprochen von der Gesellschaft der Singularitäten, dass wir so vereinzelt sind, ist auch eine andere Herangehensweise, wenn wir kommunizieren. Und die Technologie, ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst
ist, dass vor 15 Jahren Twitter erst auf den Markt gegangen ist. Das hat natürlich Twitter, das iPhone, das hat alles unser Kommunikationsverhalten extrem und maßgeblich beeinflusst. Das heißt, die heutigen professionellen Kommunikatorinnen dürfen eben nicht nur das klassische Handwerk machen, sondern die müssen eigentlich ein breites Spektrum an Disziplinen berücksichtigen, um Wissenschaftlerinnen, die meines Erachtens die wichtigsten Kommunikatorinnen sind, entsprechend beraten und unterstützen zu können. Das nur an dieser Stelle. Danke. Danke. Gibt es hier weitere Fragen oder Anmerkungen? Da vorne. Bitte einmal hier zweite Reihe und danach, wo war die andere Meldung? Dritte Reihe, glaube ich. Da, genau. Ja, ich kann auch nur Positives sagen, es war eine spannende Runde. Mein Name ist Arndt Pötschefter, ich bin Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern. Ich habe zwei kurze Anmerkungen, die ich machen möchte. Das eine ist der Punkt, und das fand ich bisher auch in den Debatten in der Öffentlichkeit, dass immer Wissenschaft auf die eine Seite gestellt wurde und das allgemeine rationale Denken, das gute, clevere Denken ist davon völlig getrennt. Und ich wollte nur anmerken, ich glaube, Wissenschaftskommunikation muss auch leisten, diese Beziehung zwischen Wissenschaft und unserem normalen Denken zu erklären und zu erläutern. Das ist so eine Art Meta-Wissenschaftskommunikation, wenn man das sagt. Und da fände ich auch mal interessant, da von Ihnen was zu hören. Also das ist so meine Wahrnehmung, die ich in den letzten Monaten gehabt habe. Der zweite Punkt ist natürlich jetzt, ich komme von der Technischen Universität und muss das und möchte das auch gerne mit einbringen. Ich glaube, wir haben, wenn man die Frage, muss man Wissenschaft kommunizieren, beantworten will, ein klares Ja. Und das ist ja eben hier auch schon angesprochen worden, wenn man sieht, wie wissenschaftliche, vor allen Dingen natürlich auch ingenieurwissenschaftliche und naturwissenschaftliche Ergebnisse die Lebenswelt verändern. Wir haben mindestens zwei große Transformationen der Gesellschaft vor uns. Die eine durch den Klimawandel getriebene, mit großen technologischen Änderungen in der Arbeitswelt, die davon dann wiederum getrieben sind vor uns. Und wir haben zur anderen die digitale Transformation vor uns, wo wir meiner Einschätzung nach völlig am Anfang sind. Stichwort künstliche Intelligenz und anderes. Da wollen wir die Menschen mitnehmen. Wie können wir sie da mitnehmen? Indem wir erläutern, woher das kommt und was für eine Rolle Wissenschaft da spielen kann, aber eben auch, welche Rolle sie da nicht spielen kann und welche andere Gremien und Kreise in der Demokratie spielen müssen. Das wäre auch so eine Anmerkung, glaube auch ein wichtiges Thema für die Wissenschaftskommunikation. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mir auch den einen Punkt notiert, da können wir vielleicht dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Dann war hier in der dritten Reihe. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank für die Diskussionsaspekte und die Impulse. Ich würde noch einen Punkt gerne hinzufügen wollen. Wie muss man Wissenschaft kommunizieren? Wird, glaube ich, diese Frage wird immer wichtiger und vor allem wird die Frage nach der Wirkung der Wissenschaftskommunikation einfach immer wichtiger, weil wir werden immer mehr Menschen auf der Erde. Wir verändern diesen Planeten. Es ist nicht nur der globale Wandel, die Klimakrise, die ist auch durch uns befeuert. Wir sehen es jetzt sozusagen, jeder Raketeneinschlag ist nicht gut für unser Klima. Wir haben so immense Probleme, eben durch die Zunahme der Menschen, sodass wir uns eigentlich fragen müssen, reicht es eigentlich noch aus, heutzutage zu kommunizieren, was wir tun? Oder müssen wir uns die Frage stellen, wie kommunizieren wir unsere Wissenschaft, damit wir eben auch wirksam sozusagen mit den Ergebnissen ankommen, bei den Menschen, in der Politik, in der Industrie, dass eben jede, sage ich jetzt mal, Stakeholdergruppe auch die eigenen Handlungsoptionen möglicherweise hinterfragt und vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger, also die Gesellschaft überlegt, wo kann sie denn zum Beispiel ansetzen? Und das ist ganz egal, ob es hier um Fragen der Demokratie, des Todes, des Artensterbens sozusagen geht, sondern es ist einfach mehr oder weniger die Frage, wenn ich jetzt Ergebnisse erziele, wie muss ich sie verpacken, damit mein Gegenüber auch darüber nachdenkt, ob es vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen kann, den Status quo zu verbessern.
Ein Beispiel, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Angelika Brandt. Ich arbeite am Senckenberg-Museum, leite dort die Marinezoologie und bin im Direktorium und auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Bitte um Entschuldigung. Und für Meeresforscher ist dann ganz häufig die Frage gestellt, was ist die Rechtfertigung für Meeresforschung? Warum betreiben Sie Meeresforschung? Und nur um ein Beispiel zu bringen, im Kurilen-Kamtschatka-Graben haben wir im Hadal in 9600 Meter Tiefe nicht nur Mikroplastik, sondern auch ganz große Fragmente von Makroplastik gefunden. Bevor wir überhaupt wissen und die Arten determinieren konnten und sehen konnten, was lebt dort überhaupt. Das heißt, der Mensch hat seine Fußstapfen hinterlassen, bevor wir überhaupt, sage ich jetzt mal, die letzten Lebensräume in den tiefsten hadalen Gräben oder den Baumkronenregionen, sage ich jetzt mal, überhaupt entdecken konnten. Und dieses Wissen, diese Bedeutung eigentlich des Menschen im Anthropozän, in der Veränderung unseres Planeten, die ist so wichtig, dass wir sie eigentlich wirklich versuchen müssen, bei jeder wissenschaftlichen, sage ich jetzt mal, Kommunikation irgendwie so zu transportieren, dass die Menschen auch versuchen, ihre eigenen Handlungsoptionen zu überdenken und möglicherweise auch ändern. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, zwei Reihen dahinter. Ah, und danach Sie. Erstmal da. Hin. Genau. Verzeihung, ja. Ja, auch mir erstmal vielen Dank. Mein Name ist Elena Suarez-Kronauer, ich bin Mitarbeiterin hier in der Akademie. Und mich würde sehr interessieren, was, also nochmal auf die Frage angehen, auch was Sie, Herr Raphael, gesagt haben, dass für Sie immer noch das Buch das Format ist, mit dem man das eigentlich auch kommunizieren sollte und mit dem man sehr komplexe Aspekte auch kommuniziert, dem ich auch absolut zustimmen würde. Also gewisse Aspekte muss man natürlich, aber es ist leichter, gewisse Fragestellungen über einen längeren Zeitraum, über längere Buchseiten auszuführen. Aber da ist man ja am Punkt, da sprechen Sie ja Leute an, die sich schon bewusst dafür entscheiden, ich gehe jetzt in diese Buchhandlung und hole mir dieses Buch. Aber es setzt ja oft irgendwie schon früher an. Also wie kann man zum Beispiel bei Formate wie YouTube, mit der Mr. Wissen to go zum Beispiel, auch Zielgruppen ansprechen, deren erster Zugang zur Kommunikation oder zu Wissen vielleicht nicht unbedingt der geschriebene Text ist, sondern wirklich eher Internetformate, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, ich habe selbst auch mal Geschichte studiert, dass es oft bei uns im Fachbereich noch nicht so angekommen ist. Also natürlich ist das Buch die Form, mit der man seine Erkenntnisse publizieren sollte, entweder zum Beispiel auch digital. Ich bin Mitarbeiterin der Digitalakademie, als digitale Edition spielt auch ein großes Thema. Aber darüber hinaus muss man ja irgendwie schon früher ansetzen, um gewisse Gruppen auch erstmal zu erreichen. Und die kaufen es vielleicht nicht in erster Linie direkt ein Buch. Und der Aspekt, der würde mich sehr interessieren, wie Sie da zu denken oder wie Sie da ja, Ihre Meinung dazu sind. Aber das können wir auch einfach. Danke. Wollen Sie gleich darauf kurz antworten? Ja. Und das Mikro wandert dann erstmal hier vorne hin. Meine Antwort gebe ich da gerne. Ich bin ja gefragt worden, was mein Format ist, ne? Und in meiner Wissenschaft. Da ist es das Buch. Und interessanterweise ist das die Stelle, wo ich auch in dem Sinne nicht nur von Kommunikation innerhalb der Wissenschaft, sondern darüber hinaus dann rede. Wenn wir Aufsätze schreiben und so weiter, dann ist das Fachkommunikation. Das heißt ja noch lange nicht, dass damit die Art, wie Erkenntnisse, die im Buchformat, meinetwegen im Fach Geschichte, erstmals dargestellt werden, da nicht den Weg finden in Podcasts, in andere Formate, die übersetzt werden. Typischerweise ist ein klassisches Format, in dem wir in unserem Fach sozusagen Leute erreichen, die, mein Gott, davor zurückschrecken würden, 500 Seiten vom Raphael zu lesen, und das aus guten Gründen, ja, die dann aber Vorträge, ja, politische Bildungsarbeit, da sind Historiker immer wieder unterwegs, ja, und dann nimmt einer das Argument auf, was Raphael und Döring Manteuffel in die Welt gebracht haben, man muss die letzten 40 Jahre in diesen früher hochindustrialisierten Ländern anders denken, da ist eine Zeit nach dem Boom und okay, plötzlich merken Sie, da sagt einer, der mit dem Fach gar nichts zu tun hat, der hat das irgendwie aufgeschnappt. Kurz, da sind natürlich die Wege. Die muss man jetzt, glaube ich, auf einen neuen Prüfstand stellen. Muss man das weiterentwickeln? Wir haben ja in der Vorbereitung, Frau Scholz und ich, so ein bisschen geredet darüber, dass jetzt plötzlich, erst relativ spät, ja, bei uns hier in der Bundesrepublik entdeckt wird, oh, Podcast ist echt gut. Ja, würde ich sagen, klasse. Ich kann mich noch daran erinnern, vor gut 10 Jahren, glaube ich, war es, in Indien zum ersten Mal über den Weg gelaufen, weil da wurde ich von Doktoranden gefragt, warum machen Sie eigentlich, Sie haben so einen tollen Vortrag da gehalten, da machen Sie keinen Podcast. Da würden wir viel mehr Leute hier in Indien erreichen, ne? Weil Bücher sind da schweineteuer. So.
Gut, da habe ich auch gedacht, Raphael, hast was gelernt. Ich hätte zurückkommen können und jetzt meinen Podcast zu machen. Ich bitte um all das, sozusagen milde bei der Beurteilung meiner Trägheit, ist dem Alter geschuldet. Aber es passiert ja auch was. Also das, da gebe ich hinzu, diese Möglichkeiten der Verbreitung zu machen. Das heißt aber nicht, dass wir zum Beispiel innerfachlich den Spieß einfach umdrehen müssen und sagen, hallo, die zweite Qualifikation, das ist jetzt keine Realsatire, es ist Realsatire, ist also wirklich passiert, da könnten doch auch Twitter-Beiträge und anderes gewichtet werden. Da sage ich, nee, das geht noch nicht. Weil es ist noch kein, in unserem Fach, das liegt daran, dass wir das noch nicht geeicht haben. Auch der wissenschaftliche Aufsatz ist irgendwann mal erfunden worden. Die schlichte Tatsache, dass ein Text so lang ist oder so lang ist, sagt noch gar nichts über die Wissenschaftlichkeit. Das heißt, da gehören Regeln zu. Wenn wir bei Twitter Regeln einführen, in Gottes Namen, wenn es dann etabliert ist, geprüft wird, dann kann man vermutlich nicht in 2 Jahren sagen, bei uns im Fach können wir uns vorstellen, ja, um so ein ganz altmodisches Format zu nehmen, habilitationsadäquate Leistung. Lassen wir mal auf uns zukommen. Ich glaube, da müssen eine Menge Twitter zusammenkommen. Und da müssen eine Menge Veränderungen des Mediums passieren. Aber grundsätzlich kann man doch nicht sagen, nur weil es ein neues Medium ist, ist es für Wissenschaft nicht geeignet. Da gehören doch die Regeln dazu. Außerdem habt ihr das ja erfunden. Bei 333 ist es Keilerei und all diese kleinen Denkbrücken für Historiker. Das ist doch das Tritt-Twittern, bevor es überhaupt da war von den Historikern. Touché. Das passt jetzt ganz gut, was Sie nochmal ausgeführt haben, zu einigen Fragen, die hier auch digital reinkommen, nämlich zur wo nochmal betont wird von einigen Mitdiskutierenden, wie sehr unterschiedlich WISCOM in den Disziplinen sich anders ausspielt und dass eben WISCOM in der Medizin ganz anders funktioniert als in der Philosophie. Das gilt für die Finanzierung, die Reportierung, Curricula und so weiter. Um das hier nochmal einzubringen, jetzt sind Sie dran. Werner Edstein, nochmal Kommunikator, nochmal Hochschule Kaiserslautern, bin ich für die Unternehmenskommunikation zuständig. Ich bin Physiker und Journalist. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die ich nochmal an das ganze Podium richten möchte. Sie haben Wissenschaftskommunikation nur diskutiert als Krisenkommunikation. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Nein, es ist kein kleiner Teil, es ist ein wesentlicher Teil von Wissenschaftskommunikation, aber mit Sicherheit nicht der einzige. Die Freude am Erkennen, die Freude am Wissen haben Sie angesprochen, aber nicht als Inhalt der Kommunikation. Und nochmal die Frage, ist Wissenschaftskommunikation nur Krisenkommunikation? Nein. Nein. Frau Boetius, Sie schütteln den Kopf. Ja, ich weiß, da dürfen wir jetzt noch mal kurz, ich finde auch das Thema mit dem Handwerk muss noch mal aufgeklärt werden vom Anfang. Ne? Also natürlich, Sie haben völlig recht und so haben wir ja kurz angefangen, der größte Teil der Kommunikation und da beteiligen sich praktisch alle Wissenschaften und es beginnt immer mit, sagten Sie ja auch, man muss erklären, was für ein Beruf ist das eigentlich, was treibt man da und dann ist man schon mittendrin. Das ist ja tatsächlich die das kulturelle Handeln als Forscher, als WissenschaftlerInnen muss erklärt werden und da kommt meist das am besten raus, wenn man mit Begeisterung erzählt, was man eben erkannt hat. Das ist wirklich, glaube ich, uns allen klar, das ist das Massive, das ist auch schon Tradition von Anfang an. Alle, kann man Sokrates oder noch wie weit zurückgehen, es gibt immer Texte darüber, wie die Wissenschaften in der Lage sein müssen, das zu formulieren, was ist neues Wissen und aber auch, was hat wer davon. Das kommt dann immer gleich als zweites. Aber hier wollen wir ja eher gucken, was muss jetzt in so einer Akademie, wo brennt's, wo sind Lücken, wo wollen jetzt die nächste Generation Wissenschaftler, wo können die Unterstützung brauchen und verdienen. Die meisten können selber sagen, wofür sie brennen, aber dann, wie geht's weiter? Und dann kommt im Handwerk, natürlich haben wir jetzt schon alle festgehalten, diese unglaubliche Vielfalt der Kanäle, das Anerkennen von Kommunikation, dass es eben nicht nur ein Sender, sondern auch ein Empfänger und Empfängerin hat und die wollen alle was anderes, muss man also einordnen können. Ich finde es für das Handwerk jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen, genau da ist Handwerk überhaupt mal als junger Mensch zu kapieren, so und so viele Kanäle gibt es und die errichte ich, da habe ich den Zugang, so schaffe ich mir den, so kann ich mir Vorbilder erarbeiten, so kann ich mal was ausprobieren. Wenn das schon mal für alle organisiert wäre im Studium und dann auch noch Spielzeit, Experimentierzeit, dann sind handwerkliche Komponenten, zu denen einfach gehört, etwas lernen, durchzuführen und dann mit Erfolg ein Produkt hinzubekommen, die sind dann abgesichert. Und da ist ganz viel erstmal Handwerkliches dabei, auch wenn Wissenschaftskommunikation längst nicht nur Handwerk ist, nochmal auf Sie zurückkommen, vielleicht können Sie es auch nochmal sagen, was Sie mit diesem Haltung und Einordnen nochmal meinen. Das ist nämlich der zweite dramatische Teil, dass dann die Gesellschaft wissen will
ob Krise oder nicht, wozu ist es gut? Und was denken Sie denn? Mein letztes Aha war eine Gletscherforscherin, die herausgefunden hat mathematisch, dass die Gletscher leider doch schneller fließen und der Meeresspiegel sich erhöht. Die wurde dann gefragt in der Schule von einem Kind, wenn ich jetzt also einen Tag die Woche kein Fleisch esse, nützt es dann was? Und da musste sie sagen, nein. Daraufhin waren die Kinder ganz aufgeregt, der Lehrer stinke sauer, dass sie sagten, nein, das nützt nichts, der Veggie Day. Und es war ein riesen Tohuwabohu. Und das ist genau dieser Punkt in der Kommunikation. Das hat schon noch was mit Handwerk, nicht nur mit Erfahrung und Erprobung, sondern auch mit Handwerk zu tun, die Situation der Frage einzuschätzen und wieder Sender-Empfänger-Einschätzung, um dann zu sagen, okay, es nützt nichts, der Veggie Day, ich erkläre euch mal, warum. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr dann viele mitnimmt und dann ist es so und so viel, was ist dann an der Gletscherschmelze? Und ja, das kann man ja alles lösen. Aber diese brutale Ehrlichkeit einer Forscherin, die es dann auch sagen kann, nein, nützt nichts mehr. Die ist ja willkommen, aber vielleicht nicht gerade in der Schule, wenn dann die Kinder, die sich gerade mühsam durchgerungen haben, kein Fleisch zu essen, sehr enttäuscht sind. Ich habe die unangenehme Aufgabe, auf die Uhr gucken zu müssen. Wir haben noch 2 oder 3 Wortmeldungen. Ich würde Sie bitten, die ganz kurz und pointiert vorzutragen noch und dann sammle ich noch mal ein. Das waren hier 1, 2 und Sie hatten sich auch noch gemeldet. Die 3 nehmen wir noch hinter Ihnen. Ja, ich heiße Heinrich Lücke, bin Arzt und ich wollte zunächst mal sagen, die deutschen Wissenschaftler neigen dazu, sich zu profilieren, indem sie, wenn sie vors Mikrofon treten, möglichst komplexe Darstellungen geben. Ich plädiere dafür, dass man einfache Antworten gibt, die man sich auch vorher überlegt hat, wie die junge Kollegin gesagt hat. Ich berichte Ihnen als Arzt aus einer Erfahrung, wenn Sie einen Patienten im Patientenbett haben und benutzen bei der Erklärung einer komplizierten Krankheit mehr als 2 oder 3 Fremdworte, die der Patient nicht versteht, dann können Sie sicher davon ausgehen, dass hinterher, wenn Sie raus sind aus dem Patientenzimmer, die Krankenschwester gefragt wird, was hat denn der Doktor eigentlich gesagt? Das ist so peinlich, aber das ist die Wirklichkeit. Und deswegen bitte der Appell, drücken Sie sich am Mikrofon vor einer allgemeinen Gesellschaft einfach und verständlich aus. Einfach ist schwer, hat mal eine Journalistin zu mir gesagt. Ja, das ist genau richtig. So, jetzt Sie. Stefan Puderbach, ich bin auch Physiker. Ich möchte eigentlich an Sie alle appellieren, zu kommunizieren, und zwar in den Medien, für die für Sie komfortabel sind. Und nicht nur die Wissenschaftler, sondern natürlich auch die Journalisten, so dass nachher auch eine demokratische Gesellschaft und nicht nur die Politiker, die schon gewählt sind, halt eben auch über die Werte befinden können, die nachher abgewogen werden müssen, um eine Entscheidung zu treffen. Denn wir sind eine demokratische Gesellschaft und dahin sollte das führen, dass es halt eben auch in der Demokratie darüber gesprochen werden kann. Vielen Dank. Und Sie haben jetzt hier das Schlusswort für unsere kleine Publikumsrunde. Ja, Dankeschön. Zur Vorstellung, ich bin Chemiker, Naturwissenschaftler, ehemals als Alumno des MPIC hier in Mainz. Und das vorweg, von meiner Vita her, die GDCH sagt Ihnen was, die Gesellschaft Deutscher Chemiker, das ist die größte wissenschaftliche Vereinigung Europas. Und dort habe ich vor vielen Jahren mitbegründet die Senior-Experten der Chemie als eigene Einrichtung bei der GDCH. In meiner Zeit beim MPI oder auch bei der Uni habe ich auch Lehre vollführt, kann man sagen. Und mir war eines immer wichtig in der Lehre. Und das soll dann auch jeder Lehrer wissen. Und da komme ich gleich drauf. Denn Wissenschaftskommunikation, das hier zum Thema haben, die Kommunikation ist immer zwischen Zweien. Und es hilft nichts, wenn Wissenschaft kommuniziert wird zwischen Wissenschaftlern. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht das Thema hier.
sondern Wissenschaft kommunizieren zu Leuten, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Und wie Sie sagen, es ist wahnsinnig schwer, dorthin zu kommen. Das haben wir bei der GDCR, bei den Senior-Experten gemerkt, als wir uns vorgenommen hatten, wir wollen gerade auch die Presse immer aufklären, wenn Dinge über Chemie geschrieben werden, die haarsträubend waren. Ja? Da werden Dinge geschrieben, da merken Sie, der das geschrieben hat, keine Ahnung und macht Fehler. Und deshalb plädiere ich dafür, dass die Kommunikation versucht wird, auch von hier aus zu kommunizieren zwischen Wissenschaftlern und Nichtwissenschaftlern. Und für mich ist eines wichtig, interessieren muss sich jemand. Und das muss beginnen in der Schule. Und das ist ein ganz heißes Thema. Denn ich muss in der Schule Neugier wecken. Wir hatten vor 20 Jahren festgestellt, viel zu wenige studieren Naturwissenschaften. Ich will jetzt nicht die Begründung nicht ausführen, warum und wieso das so ist, aber das ist ein Manko. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen die Schüler interessieren, Interesse wecken. Und das haben wir dann versucht auch im Kultusministerium dort vorzustellen, indem wir einiges vorgetragen haben, auch ein Modellprojekt, hat man gesagt, das ist ja wunderschön, das ist hochinteressant. Ja, und das war es dann. Das erinnert mich dann so, lassen Sie mich das sagen, an ein Gedicht von Eugen Roth, das heißt, ein Mensch malt vor Begeisterung wild, 3 Jahre lang an einem Bild. Dann legt er stolz den Pinsel hin und sagt, da steckt viel Arbeit drin. Doch damit war es auch leider aus. Die Arbeit kam nie mehr heraus. Und so ging es uns im Kultusministerium. Wenn wir die Schule, wir müssen Interesse wecken. Wir müssen neugierig machen. Wir müssen, wie Sie sagen, Aha-Erlebnisse geben. Und wir müssen Begeisterung rüberbringen. Darf ich da direkt einmal einhaken und diesen Punkt aufgreifen? Vielen Dank. Den damit bin ich dann so interessiert. Wir wollen es ja nicht in alle Ewigkeiten ausdehnen, denn das Thema könnte man, wie Sie merken, auch nur 3 Stunden weiter diskutieren und noch 3 Wochen. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Ich bin sehr angesprungen auf den, dass Sie nochmal das mit den Schülerinnen und Schülern gesagt haben, denn hier kam auch nochmal auf Twitter was rein, dass sich Wiscom natürlich im Grunde vielleicht auch schon im Studium beginnt, also in der Lehre. Das können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr ausführen, ist aber, glaube ich, eben eine zentrale Ebene. Und in dem wahrscheinlich scheiternden Versuch, das alles nochmal zusammenzubinden, fand ich ganz interessant, dass doch in vielen Beiträgen jetzt rauskam, ich glaube, jemand hat es eben genannt, das wissenschaftliche Denken und das normale Denken. Also die Frage, wie kommen wir sozusagen im Grunde in eine andere Art von Vokabular, wie schaffen wir es auch Methodik zu erklären? Und dahinter steht für mich nochmal die Frage, sozusagen, wie viel Metadiskussion verträgt die Wissenschaftskommunikation? Also wie stark muss ich als Wissenschaftlerin nicht nur meine Inhalte irgendwie vermitteln und vielleicht auch dafür begeistern, Emotionen wecken, sondern auch noch immer das miterklären. Wie habe ich das herausgefunden? Was ist eine Verifizierung, eine Falsifizierung und so weiter? Also wie viel von diesem von dieser Doppelaufgabe braucht es eigentlich? Oder ist das auch zu viel, weil man genau dann wieder eigentlich in so einem Metadiskurs landet? Okay, Sie gucken mich direkt an, ja. Ich bin auch direkt drauf angesprungen. Also ich würde sagen, es gibt ja auch Leute, deren Feld die Methodik ist. In dem Fall, also jetzt bei mir auch, ist natürlich denn meine Leidenschaft, darüber zu kommunizieren, wie Umfragen zustande kommen, wie die zu interpretieren sind, was eine Stichprobe ist, wie man das interpretieren kann, was es bedeutet und so weiter und so fort. Ich versuche das in einem Podcast, die Fakten dicke. Das ist das eine. Und das andere, jetzt habe ich mich gerade selber ein bisschen davontreiben lassen. Was ich sagen wollte, war, was auch wichtig ist, also für diejenigen, die jetzt nicht noch die Methodik erklären, sondern halt ein Forschungsthema haben, dass sie mit Leidenschaft füllen sozusagen, ist trotzdem transparent zu bleiben und trotzdem zu erklären, wie sind sie vorgegangen, vielleicht auch wie wurde die Forschung finanziert. Das ist, glaube ich, sehr essentiell, um auch Vertrauen zu fördern und Glaubwürdigkeit.
Frau Busch, ich wollte Sie dazu auch nochmal fragen, weil natürlich gerade im Museum, man hat da so einfach die Möglichkeiten, durch die Ausstellungsstücke vielleicht eine andere Art von Faszination zu wecken, als es in anderen Fächern der Fall ist oder in anderen wissenschaftlichen Gebieten. Also wie sehr nützt Ihnen das, dass Sie wuchern können mit Objekten, mit Geschichten, mit Narration? Ich würde denken, also fast noch wichtiger ist, dass es einen Ort gibt, also an dem man sich begegnen kann. Also ein Ort auch für diesen Dialog mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Und zu den einzelnen oder in den Objekten, die wir in unseren Ausstellungen haben, steckt ja ganz, ganz viel unterschiedliches Wissen drin. Daran kann man unterschiedlichste Dinge erörtern. Und wichtig ist natürlich die Kontextualisierung, auch deutlich zu machen, wie kommen wir zu den Forschungsergebnissen. Aber das kann im Grunde nicht der Punkt sein, wie man die Leute fasziniert oder erwischt. Und da finde ich es ganz neuralgisch, und das wurde eben auch gesagt in verschiedenen Beiträgen, dass wir deutlich machen, was wir durch unsere Forschung eigentlich an Erkenntnisgewinn schaffen, der wirklich einen Nutzen für das persönliche Wachstum der einzelnen Person hat. Und eigentlich sollen unsere Museen Orte sein, wo die Leute anders rausgehen, als sie reingekommen sind. Und zwar nicht nur, weil sie was gelernt haben über archäologische Epochen, sondern weil sie ein bisschen mehr verstanden haben über also die Genese der Menschheit, aber auch über Gesellschaften, über gesellschaftliche Veränderungen und Bedürfnisse, die wir alle in uns tragen. Und ich glaube, an der Stelle, wo wir es schaffen, deutlich zu machen, also was ist eigentlich das Wichtige an der eigenen Forschung? Und das ist auch das, was ich meinte mit dieser Haltungsänderung, dass wir uns als Wissenschaftler auch Gedanken machen müssen, was ist denn eigentlich das Wichtige? Jetzt nicht nur für mich, weil ich mich dafür interessiere, sondern bei ganz unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung, bei dem, was ich tue. Das ist ein guter Dreh- und Angelpunkt für eine gute Wissenschaftskommunikation. Wir haben eine Frage auf YouTube oder eher einen Kommentar reinbekommen, fand ich auch sehr interessant, von einer Hochschule für Musik, wo ein Klangkünstler zu Gast ist, der die Klänge von Gletschern, Erderwärmung und Müllbeseitigung als Grundlage für seine Installation nutzt. Damit erreicht er viele Menschen, die sonst keinen Zugang zur Wissenschaft haben. Frau Boetius, jetzt wollte ich Sie noch mal fragen. Ich weiß, dass Sie sich auch sehr für Kunst und sagen, diese Form von Wissensvermittlung interessieren. Sie haben ja noch eine interessante Beratung gemacht, nämlich eines großen TV-Projekts. Die Verfilmung von Frank Schätzings Der Schwarm. Es kommt nächstes Jahr ins Fernsehen. Wenn ich diesen Trailer glauben darf, es gibt, können Sie auf YouTube angucken, 30 Sekunden, da sieht man schon, es geht zur Sache, also Angst, Furcht und Zittern. Ich finde das, wie gehen Sie davor, wenn Sie sozusagen in so eine starke Narration fürs Fernsehen, da muss es richtig krachen, da muss es aber irgendwie auch wissenschaftlich seriös zugehen, das ist dann Ihr Job. Machen Sie das, weil Sie glauben, Emotion ist eigentlich ein zentraler Punkt, um Menschen zu erreichen, jetzt speziell für das Thema Klimawandel, Klimakrise, eben eigentlich überhaupt nicht über so einen rein rationalen Erklärweg? Ja, ich habe seit ich den Kommunikatorpreis bekommen habe von der DFG, fühle ich mich grundsätzlich schuldig, dass ich nicht genug tue. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal was Neues ausprobieren und bin in diese Lücke Kunst, Kultur und Wissenschaftsinteraktion gegangen und habe jetzt fast alle Formate durch. Habe mit Musik viel gemacht, aber Fernsehen und dort Fiktion hat mich besonders interessiert in dieser Frage, kann man so nicht besser Methode und Vielfalt der Wissenschaft transportieren? Und dann hatte ich mich an einem anderen Projekt beteiligt, das heißt DreamGap. Sie haben es vorhin angesprochen, MINT hat nicht genug Leute, die Naturwissenschaften studieren, viel zu wenig Mädchen. Und ich bin in so ein Projekt von da zum Fernsehen gekommen sozusagen, das heißt DreamGap, also Lücken in den Träumen von Mädchen oder Kindern, die gar nicht vorstellen können, wie cool es sein kann, Forscher oder Erfinder oder Ingenieur zu sein. So, und das beim Fernsehen haben die mich gefragt, und deswegen habe ich es gemacht, ob ich dieses Buch von Frank Schätzing noch mal mithelfen kann zu modernisieren, im Sinne von, wie funktioniert Wissenschaft heute, wie sieht die aus, wie redet die? Mhm. Und dann ist es gelungen, eben, sagen wir mal, das eine Generation nach unten zu ziehen. Da sind die Doktoranden, sind Heldinnen. Und man sieht ihnen zu beim Forschen, wie sie um Wissen, weil Wissen für Überleben steht, kämpfen. Und dabei auch kriegt man so eine Empathie für den Ozean. Es spielt da auch eine Riesenrolle zu verstehen, dass der Mensch benimmt sich schlecht gegenüber dem Ozean, kriegt da einen auf den Hut. Alte Erzählungen, die ja schon in sämtlichen geschriebenen Texten vom Gilgamesch bis sonst wohin immer so ist.
Bibel und überall. Man kriegt immer einen drauf, wenn man sich nicht gut benimmt gegenüber der Natur. Und das ist die große Story. Und die Wissenschaft schafft das Wissen, wie man mit diesem Wesen aus dem Meer, was einen strafen will, wie man doch vielleicht klarkommt oder auch nicht. Was für Chancen haben wir? Also sehr real an Klimakrisen oder Biodiversitätskrisen dran, mit Wissenschaftlern und Schriftstellern als Heldin. Und dann ist es grandios. Da geht es nicht darum, dass ich es vollstopfe mit Fakten, sondern da geht es darum, SchauspielerInnen und Produzenten, RegisseurInnen zu sagen, so geht Wissenschaft, so sieht es dann in dem Moment aus, wenn ein unbekanntes Wesen vor einem auftaucht und man mit dem Roboter schnell hinterher will und so. Toll. Herr Raphael, wäre das ein Format, wofür Sie sich auch erwärmen könnten als Historiker? Naja, Historiker haben sich ja schon öfters erwärmt, also ich jetzt vielleicht nicht persönlich, aber Historiker sind natürlich gerne bei Drehbüchern dabei. Ja. Also das ist ein Feld, wo wir Diskussionen führen, selbstverständlich ist in unseren Fachorganen wird darüber diskutiert, ist das jetzt gut rübergekommen oder ist das nicht mehr legitim? Mhm. Klar. Ich wollte einen Punkt mal machen, weil es ist immer schön, wenn wir immer einer Meinung sind und gleichzeitig sicher sind, dass das weitgehend folgenlos bleiben könnte. Da möchte ich auf zwei Punkte hinweisen, die mir nicht ganz einleuchten. Wir reden über Kommunikation, klar. Aber es geht ja auch darum, dass wir wissen, dass das, was wir kommunizieren, also das, was wir so unsere Wissenschaften da nennen, auch einen ganz hohen Informationsgehalt haben. Den müssen wir auch rüberbringen. Ja? Und wir müssen damit rechnen, dass wir Informationsverluste eingehen. Und die muss man gut kalkulieren. Und ich finde den Hinweis darauf, dass das auch auf bestimmten Voraussetzungen beruht. Also zum Beispiel so etwas wie elementare Lerneinheiten beim Aneignen von wissenschaftsförmigen Informationen. Das wird volkstümlich eigentlich über unsere Schule geleistet. Deshalb müssen die Dinge da auch ansetzen. Ja, wenn wir jetzt dieses Projekt machen, dann müssen wir auch bei diesen Basics anfangen und müssen auch Leute in die Verpflichtung nehmen. Zum Beispiel bei uns im Fach ist das immer eine Diskussion, holen wir die Geschichtslehrer, Achtung, Geschichtslehrer, ja, nicht Schülerinnen und Schüler, ab. Sowas muss eigentlich selbstverständlich sein. Also ich will nur hinweisen, wir haben es auch mit Informationen zu tun und zweitens ist mit notwendigen Informationsverlusten. Der Hinweis von Ihnen, dass das Klarsein, ja, natürlich auch dazugehört, bedeutet aber auch, dass eine gewisse Komplexitätsreduktion verdammt nochmal nötig ist. Und dass man drittens, und das finde ich auch sein, die Kommunikation zu den Spielregeln, wie sie von den Medien, der Politik und so weiter hingenommen oder aber als das Fluidum, in dem man sich bewegt, letztendlich naturalisiert wird, ist nicht automatisch das, was für uns und auch die Probleme, die wir behandeln, das Richtige ist. Da müssen wir auch, wenn wir also jetzt wirklich offensiv das machen wollen, ein paar Mal gegenüber, wir nennen das dann immer schön, keiner weiß, was es ist, wir nennen es aber Gesellschaft, gegenüber mal auftreten und sagen, hey, da muss sich auch bei euch was ändern. Ist kein Gegenüber, klar, ich nehme das jetzt ganz mal so plakativ. Also, da wollte ich nur mal einwerfen, damit man, sagen wir mal, in eine dialektische Entwicklung eintreten kann. Also hin und wieder müssen wir auch mal ein paar Forderungen stellen. Ich habe da kein schlechtes Gewissen. Es muss nicht immer an mir liegen, als Wissenschaftler, wenn das da drüben nicht ankommt. Es gibt einen wunderschönen Satz für eine schreckliche Sache. Ja? Schlechte Geschichte ist, das wissen wir neuerdings, tödlich. Das hat man lange Zeit in meinem Fach, meine Kollegen, einfach missachtet. Da war ein Informationsverlust. Gemeint war Putin. Ne? Aber das ist ja nicht nur eine Person, das ist ja ganz breite Kommunikation. So, Punkt. Die Viscom Academy sollte sich vielleicht ausweiten in Schulen, in Medienhäuser. Das informelle Lernumwelten. Das wäre vielleicht eine Konsequenz. Jetzt müssen wir leider zum Schluss kommen, aber ich habe noch eine Schlussfrage für Sie, die vielleicht eine kleine Herausforderung ist. Wenn Sie gleich da durch die Tür gehen und da steht ein Kamerateam, RTL Abendnachrichten, und Sie haben 15 Sekunden, um zu sagen, was war denn die wichtigste Erkenntnis, die Sie gerade selber von dem Podium mitgenommen haben? Was sagen Sie, Frau Boetius? Wenn das so wäre, würde ich ganz schnell meine Puderquaste suchen und mich nochmal abtupfen als erste Reaktion. Das gehört zu meinem Handwerk. Okay, alles klar, Frau Busch. Pff, 15 Sekunden? Ja, oder 20. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Herr Hoch. Herr Hoch, Sie machen das. Herr Hoch, finanziert's. Politiker würden sich ja erstmal nicht auf die 15 Sekunden einlassen, sondern den Satz so lange reden, dass keine Pause dazwischen ist, wo man schneiden kann, um 1,30 rauszuschinden, der bestenfalls.
aber tatsächlich würde ich sagen, dass das ein wunderbarer Auftakt war, dazu zu sagen, wir müssen auf verschiedenen Ebenen, bestenfalls glaube ich auf drei Säulen, also Wissenschaftskommunikation untereinander, Wissenschaftsberatung für Politik und vielleicht sowas wie Wissenschaft zu Consumer, das Interesse dafür wecken, wofür sich Menschen eigentlich den ganzen Tag interessieren. Und dann, und da bin ich ganz bei Ihnen, was Sie eben gesagt haben, es muss nicht jeder alles verstehen. Aber die Menschen müssen verstehen bei Wissenschaftskommunikation, da gibt es Fachleute, die sich damit beschäftigen und wir vertrauen darauf, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist heute der Startschuss dafür gewesen und dieses Handwerkszeug, ich bleibe dabei, man kann das auch Rüstzeug nennen, das ist vielleicht aktuell dann so ein bisschen arg martialische Sprache, aber an vielen anderen Stellen wird dazu führen, dass ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler merken, wir können gut kommunizieren. Und eine Sache, auch wenn das weit jenseits von 2 Minuten ist, möchte ich aufgreifen. Wissenschaftskommunikation wird im Regelfall Krisenkommunikation sein. Weil wir das alle immer, wir Menschen kommunizieren in Krisen in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wenn Sie sagen, der Wissenschaftler kommuniziert, der macht alles richtig, der hat das richtige Handwerkszeug und es verpufft jeden Tag und er wird total frustriert sein, aber es kommt irgendwann seine Stunde, wo das alles, was er sagt, auftaucht. Und an den Stellen zeigt sich dann die Größe dessen, was man gelernt hat und damit machen kann. Deswegen, ich bin gar nicht so unzuversichtlich, dass das gut gelingen kann. Ja. Herr Raphael? Ich frage, ob er mehr Zeit hat. Bin ich. Sie laufen einfach an der Kamera vorbei. Ja, habe ich auch kein Problem. Frau Reppe? Ja, ich würde sagen, Herr Hoch hat meine 15 Sekunden schon aufgebraucht. Also ich würde sagen, Wissenschaftskommunikation muss Leidenschaft, Neugierde und Interesse wecken für Leidenschaft. Für Wissenschaft. Für Wissenschaft. Antje Boetius, Alexander Busch, Clemens Hoch, Lutz Raphael, Lydia Reppke. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Und danke auch Ihnen für Ihre Anwesenheit, Ihr Interesse. Diskutieren Sie weiter. Es gibt im Foyer eine Pinnwand, wo man, glaube ich, noch Anregungen hinterlassen kann. Natürlich auch in den sozialen Medien. Bleiben Sie im Gespräch. Vielen Dank und alles Gute. Tschüss. Okay.